herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 259. Mein Name ist René, außerdem heute Abend mit dabei der Timo Werner von 93, der Basti. Gute! Den habe ich mir gemerkt, der war gut. Der Just-in-Time Dennis. Ja, servus, hallo. Und da die anderen Herr- und Damenschaften wie Marvin und Alex nicht konnten, haben wir uns kompetente Verstärkung mit ins Team geholt. Wir begrüßen Alice, auch bekannt unter Sportsland Alice. Hi. Hallo. Du bist Sportjournalistin und hast mal irgendwann ein Praktikum bei der Eintracht gemacht. Das qualifiziert dich, um ganz wild über verschiedene Spieler zu schimpfen, oder? Ja, würde ich sagen. Und ich habe eine Dauerkarte, wenn das zählt. Das ist gut. Zählt super. Das zählt super. Was machst du, wenn du dich nicht über Eintracht-Spiele aufregst und für Sport schreibst? Ja, Sport schauen. Also ich bin tatsächlich sehr verrückt und gerade zur Zeit Wintersport zieht mich sehr in den Bann. Ich weiß, da habt ihr es nicht so mit, aber nee. Ich kann damit sehr viel anfangen und außerdem gucke ich eigentlich den ganzen Tag Sport. Okay, das ist gut. Das ist hervorragend. Da war dieses Spiel gegen die Bayern am Wochenende. Ein Herr Alex Meyer war überraschenderweise nicht in der Startaufstellung wegen Erkältung. Jo. Und die Eintracht hat doch sehr schwungvoll angefangen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wie das so alles mit Torchancen waren. Wir hatten eine Torchance von Rebic in der zweiten Minute erstaunlicherweise schon, was die Bayern so ein bisschen überrascht hat. Und ihn glaube ich auch, wenn wir so an den Abschluss denken. Wir hatten Chrigota in der 19. Minute. Das war dieses wunderbare Ding, wo Hummels ihm in letzter Sekunde das Ding vom Fuß grätscht. Dann hatten wir Blum in der 28., Rebic in der 31., nochmal Chrigota in der 40., Rebic in der 51. und dann nochmal das Ding von Blum, wo Neuer die Fingerspitzen dran hat, da habe ich nicht mehr zusammengekriegt, in der wievielten Minute das war. Und das Ding ist, man muss ja eigentlich sagen, nur 3-0 für die Bayern ausgegangen. So in einem Satz, Alice? Super ärgerlich. Also auch echt unnötig. Du musst zur Halbzeit musst du 2-0 führen, mindestens, und gehst mit 0-2 in die Pause und dann ist das Ding halt auch schon durch. Ne? Also dann schaffst du es halt auch nicht mehr. Und dieser verfluchte Ball, der will ja eigentlich auch überhaupt nicht ins Tor gehen, wie man dann auch in der zweiten Halbzeit noch bei dem Lattentreffer vom Rebic gesehen hat. Sehr ärgerlich, weil man hätte ein bisschen was, man hätte wenigstens in Führung gehen können. Das hätte sich ja schon mal gut angefühlt. Es war jetzt kein Einsatz, aber naja. Ja, wir haben es sonst mit einem Satz auch nicht so. Dennis, wenn du nicht ins Mikro atmest, wie wäre dann dein zusammenfassender Satz zu dem Spiel? Oh, atme ich zu laut ins Mikro, ja, das ist schön. Also, mein Satz zu dem Spiel war so abzusehen, dass wir versuchen, auf jeden Fall mitzuhalten. Das haben wir sogar ganz gut hinbekommen. Erste Halbzeit, wie ihr sagt, hat mir auch so ganz gut gefallen. War halt schade, dass wieder kein Ball reingeht und ein typisches Ergebnis. Wir haben uns gut verkauft gegen die Bayern. Ich glaube, in der Woche vorher hatten wir ja auch relativ ähnliche Tipps gemacht. War schade, dass ein Alex Meyer in so einem Spiel, vielleicht wäre ein bisschen kaltschnäuziger noch gewesen, hätte vielleicht den einen oder anderen Ball noch dann das Quäntchen Glück mitgegeben. Und ja, vielleicht hätten wir wirklich dann, hätte, wenn und aber, ein Pünktchen mitgenommen oder zumindest das Ergebnis, die Null hinten, war natürlich da ein bisschen schade. Aber gut, steckt man nicht drin. Hauptsache auch nicht jetzt mit 10-0 oder sonst was da abgeschossen worden. Da war ich schon ganz zufrieden. Ich musste gerade lachen, weil Sasch im Chat schreibt, von wegen ist genauso gefährlich vor dem Tor wie Ricotta im Kühlschrank. Ja, das ist auch ein schöner Satz dafür. Ja, haben wir damit jetzt dann doch endlich das von mir schon versucht herbeigeredete Offensivproblem nach 5 Niederlagen in Folge, Herr Basti? Ja, ich wusste, dass du mich jetzt wieder ins Spiel bringst und ich werde dir weiterhin widersprechen. Ich werde dir weiterhin widersprechen, weil ich es immer noch positiv sehen will und das unter Pech abhaken will, weil es wäre für mich viel schlimmer zu ertragen, wenn die Eintracht keine Chancen hätte und die werden auch irgendwann reinpurzeln. Ich weiß nicht ganz genau, woran es jetzt gelegen hat. Im Endeffekt sind es teilweise bei Gutter, bei der Chance, hast du es ja gesehen, da kann innerhalb von einer halben Sekunde entscheidet sich dieses Spiel eigentlich. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Gutter eine halbe Sekunde frischer im Kopf ist, dann macht er ihn rein. Aber was für mich noch cooler gewesen wäre, wenn er eine halbe Sekunde langsamer im Kopf gewesen wäre und den Ball irgendwie und eigentlich seinen Schritt verzögert hätte, dann rohrt der Hummels den von hinten um
Dann gibt es rote Karte und Elfmeter und dann sieht es richtig gut aus dort. Weil die Eintracht waren den Tag echt in der Lage, dort was zu holen. Und dieses Ergebnis, man darf sich nicht täuschen lassen. Ich habe irgendwie in der Presse so gelesen, von mir, ja, ja, souveräne Bayern, bla bla. Fand ich gar nicht. Ich fand, die Bayern haben Suff gehabt, die Eintracht hat Pech gehabt und viel besser kannst du dort gar nicht machen. Die Eintracht war richtig gut die ersten 40 Minuten. Rebic hat ein riesen Spiel gemacht und klar, bei dieser Chance, die er in der zweiten Minute hatte, weiß ich nicht. Ich habe es nicht genau gesehen, ich glaube, der Ball ist auch noch komisch aufgedotzt. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin sauer auf die Stürmer, weil selbst der Gotha hat mir gut gefallen. Weil für mich sind Stürmer, die Chancen haben, mit denen kann ich mich anfreunden. Für mich sind Stürmer, die keine Chancen haben, viel schlimmer. Und weil die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird uns irgendwann in die richtige Richtung weisen und dann werden die Dinger reingehen. Und dann, ich hoffe ja, dass das jetzt gegen HSV dann der Fall ist. Ich bin auf jeden Fall immer noch nicht überzeugt von deinen Ängsten, René. Okay. Ja, die Torchance in der zweiten Minute, das war Chandler erarbeitet sich einen Vorsprung vor Alaba. Das ist immer noch ein sehr komischer Satz, auch wenn man ihn laut ausspricht. Spielt den Ball dann quer rüber, der rutscht zwischen Hummels und Martinez durch. Und Rebic kommt aus dem Rückraum und ja, der springt so ein bisschen auf und er will ihn dann quasi vollspannend nehmen, aber dadurch, dass er dass der Ball aufsetzt, erwischt dann halt blöd und das Ding geht halt einmal hoch übers Tor. Er hätte sich, der war sowas von frei, da war in einem 10 Meter Umkreis, war da keiner an ihm ran, er hätte das Ding bequem erst annehmen können und dann irgendwie reinschieben. Das war halt so, ich will es jetzt mit aller Gewalt, das ist, ja, aber war ein guter Einstieg. Das hast du mehrmals schon den von uns angesprochenen Herrn Ricotta, wie Turn und Taxis sagen würde, angesprochen. Alice, du bist so ein bisschen sauer auf den, oder? Ja, ich bin so ein bisschen sauer auf den, weil ich habe mich also sehr geärgert bei dieser Szene, weil der Basti schon angesprochen hat. Ich finde, er sollte halt einfach früher abschließen. Ich weiß nicht, warum er dann da noch so wartet und dann noch mal eine Kurve dreht und so. Das hat mir alles zu lang gedauert. Am meisten habe ich mich aber eigentlich über eine Szene geärgert, die wir jetzt gerade gar nicht erwähnt haben. Diese Szene, wo er auf Elfmeter geht gegen Martinez, wo der irgendwie seine Hand anlegt und er hatte eigentlich eine gute Situation, fand er, war gut im Strafraum drinne und dann lässt er sich da fallen und darüber habe ich mich so geärgert, als ich im Stadion war, weil ich meine, wir sind als Tretertruppe verschrien, wir spielen gegen die Bayern, da glaubt er doch nicht wirklich, dass er sich jetzt fallen lässt und dann in München einen Elfmeter bekommt. Und das fand ich, da habe ich euch dann geschrieben, dass ich sauer bin, weil das fand ich einfach, es war so unnötig. Da ist die Wut dann rausgeplatzt. Hast du recht, ja, das war echt eine blöde Situation, ja. Also kann man nicht anders sagen. Ja, aber generell ganz kurz zum Hagota ist natürlich, er hat auch viel Pech, auch mit der ersten Situation. Man muss natürlich sagen, wir sind ein bisschen verunsichert, das merkt man den Spielern auch an. Ein Torerfolg hätte da sicherlich geholfen, mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Generell hat mir aber von der Offensive her auch gut gefallen, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssten, ist dieses frühe Pressing, dieses wieder aktiv Druck auf den ballführenden Spieler machen, insbesondere in der ersten Halbzeit ja wirklich super geklappt, wo du auch gemerkt hast, die Bayern waren total überrumpelt, haben gedacht, was ist denn hier los? Viele Ballverluste, ich glaube auch der erste Ball war ja auch dann entsprechend aus so einer Situation gewonnen und gleich zur Torchance geführt. Also ich denke, wenn wir so weitermachen, da bin ich voll auch auf Bastis Seite, dann werden die Tore auch wieder fallen, auch gegen Hamburg wirst du hoffentlich dann so Gelegenheiten haben und wenn dann einmal ein Ding mal drin ist, dann läuft es vielleicht auch wieder etwas runder vorne. Aber darf ich mich da mal kurz einklinken, weil natürlich, ich finde, die haben ja gut gespielt und wirklich, es war ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht, da wieder zuzugucken, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht so war. Aber dann frage ich mich, wieso spielst du nicht die Spiele davor genauso? Wieso müsstest du denn erst die Bayern kommen, um wo du dann die meistens trotzdem verlierst, aber wenn du so gegen Ingolstadt oder gegen SC spielst, klar, da war der Schiedsrichter noch da, aber dann gewinnst du die Spiele, ohne dass irgendjemand darüber reden muss, weil das ganz klar ist, dass wir dann einfach gut spielen. Und das schaffst irgendwie in den Spielen nicht. Ich glaube, du kannst die Gegner leider nicht vergleichen. Ich glaube, dass die Bayern gegen uns anders auftreten und uns mehr Plätze lassen und überrascht sind, wenn wir sie pressen, als wie wenn Ingolstadt oder Freiburg sind. Weil die Eintracht trotzdem nicht in der Lage ist, die Situation spielerisch zu lösen, wenn sich eine Mannschaft, wenn die Mannschaft die Eintracht erstmal kommen lässt. Das haben wir in der Hinrunde schon gesehen, dass die Eintracht immer gut ausgesehen hat, wenn die gegen Gegner gespielt hat, der mitgespielt hat. Da war die Eintracht echt gut gegen Leverkusen zu Hause, gegen Dortmund zu Hause, gegen Bayern zu Hause. Die haben das immer gut gemacht auf Schalke.
Aber sobald Mannschaften der Eintracht nicht viel bieten, fällt denen auch nicht viel ein, außer Flanken, die dann meistens ungefährlich waren. Also ich finde, man kann es nicht vergleichen. Wir können uns von diesem spielerischen Auftritt in München, können wir uns leider auch nichts kaufen, außer dass sie vielleicht von Einstellung her was mitnehmen, weil gegen den HSV wird es auch leider wieder anders aussehen. Und da ist die Eintracht gefragt, sich andere Lösungen auszudenken, als auf Konter zu lauern, wie die es in München gemacht haben. Und ich glaube einfach, das Problem von der Eintracht ist tatsächlich, dass Marco Fabian fehlt, gegen solche Gegner wie Ingolstadt oder Freiburg die Situation zu kreieren, wo du von denen mal 4-5 Spieler überspielst mit irgendeinem überraschenden Pass. Und das hat uns komplett gefehlt. Aber dafür hatten wir halt gegen die zwei Mannschaften auch die Spieler nicht leider auf dem Platz. Nee, ich finde schon, dass da ein paar Mannschaften dabei gewesen wäre, wo du die Möglichkeiten gehabt hast. Jetzt denken wir mal an Leverkusen, die haben auch Räume angeboten, die haben auch offensiv gespielt, da wäre auch was drin gewesen. Ja, da hatten wir. Na gut, aber da gehst du halt, mit Leverkusen hast du als Pech, dass du so ein Ping-Pong-Tor von, beziehungsweise ein unglückliches Tor von Chicharito in der vierten Minute hast. Da hast du dann ist dieses Spiel, was uns zugutekommen würde, nach 4 Minuten schon gelaufen. Hm. Weil dann Leverkusen natürlich erstmal wieder Druck rausnimmt. Und selbst in Leverkusen hast du die riesen Chance zum 1-1 auch noch gehabt. Ich weiß gar nicht, wer es war, Gacinovic, weil das, glaube ich, aus 2 Metern hat da Leno angeschossen. Ja. Das sind alles diese Situationen, die mich trotzdem über diese Niederlagenserie hinweg haben positiv zurückgelassen, weil es teilweise Erklärungen gab, außer für das Spiel, ja gut, selbst Ingolstadt hättest du, wenn du den Elfmeter reinmachst, hättest du da noch was holen können. Also ich bin, in Leipzig müssen wir dran denken, was dort passiert ist mit Radetzky. Das Ding war auch schon direkt gegessen, als Radetzky da diese Nummer hatte. Wir dürfen nicht vergessen, wie das passiert ist, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch hinten drin die Spieler nicht hatten. Du kannst von dieser Mannschaft mit der Aufstellung, die sie teilweise hatten, kannst du nicht erwarten, dass sie gewinnen. Und in Berlin war es ja ähnlich. Berlin ist auch so ein Spiel, was normalerweise 0-0 ausgeht. Und dann kommt diese unglückliche Situation. Dann hatten wir gegen Freiburg Pech mit dem Schiedsrichter. Das summiert sich halt. Aber ich weigere mich trotzdem, daraus abzuleiten, dass die Eintracht eine ähnlich grottenschlechte Rückrunde spielt, wie manche das schon verglichen haben mit der und das Gibbe, dass wir jetzt aufpassen sollen, dass wir nicht mehr absteigen. Dagegen wäre ich mich entschieden, weil das die Anzeichen dafür sehe ich überhaupt nicht. Da haben uns auch die Torchancen gefehlt im Endeffekt. Die haben wir ja wenigstens, muss ich auch sagen. Da hat uns alles gefehlt. Da hat die Mannschaft uns alles Training gefehlt. Geprügelt. Da haben Zavellas und Mike Franz haben sich gekloppt. Gibbert wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Wenn heute sich zwei im Training prügeln, dann prügelt Kovac noch mit und schlägt den Bein in die Fresse. Hast du auf jeden Fall recht. Und auch, wen man ja in der ganzen Situation jetzt auch hervorheben muss, ist ein Rebic. Du hast auch, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Er ist sogar in die Hälfte des Tages gekommen. Auch zu Recht. Man muss wirklich sagen, das ist halt momentan, ist es schade, dass, und klar, jetzt sagt wieder jeder, man kann es nicht immer nur auf die Personalsorgen und so weiter schieben, aber wir haben einfach mit dieser Rumpeltruppe, die wir eigentlich da zusammengewürfelt haben noch, die auch aus Spielern, die eigentlich jetzt noch nicht so hundertprozentig fit sind oder auch ein Rebic, der spielt ja jetzt schon wirklich einige Spiele, wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Der wird auch mal wieder einen Tiefpunkt haben, wo man sagt, oh je, ja, ein Rebic, den konnten wir jetzt heute mal wieder nicht gebrauchen, aber im Moment ist das wirklich so ein Aktivposten. Deshalb kann ich es auch nicht verstehen, dass so generell Rebic, auch wenn er diese Chancen dann nicht macht, schon auch teilweise wieder in die Kritik gerät, was dann heißt, der Chancentod und klar, mit Hagota ist eine schwierige Situation, aber aus dem, was wir wirklich da jetzt zur Verfügung hatten, und ich hoffe ja, dass jetzt auch, wenn diese ganzen verletzten Spieler jetzt langsam wieder ins Mannschaftstraining zurückkommen, ich glaube, ich habe heute gelesen, Vallejo ist jetzt wieder im Mannschaftstraining, kann wieder zurückkommen, bringt auch wieder hoffentlich Stabilität in die Abwehr. Hasebe, muss man mal gucken, was da los ist, ob der noch dann wieder spielen kann, aber auch in Fabian, du hast es vorhin, Basti, ich glaube, du hast es auch angesprochen gehabt, das ist ein Kreativposten, den brauchst du, wenn der wirklich einigermaßen fit ist, dann denke ich, fallen die Tore auch wieder einfacher und dann fällt auch mal einer rein, Meier stolpert vielleicht mal vorne einen rein, es ist so, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir nicht diesen Negativ-Touch einfach auch in die Köpfe der Spieler lassen, ich weiß nicht, ob das Kovac bis da, denke ich, der richtige Trainer ist, wird schwierig. Es wird wirklich schwierig, aber mir gefällt das auch nicht, dass so ein Negativ-Touch momentan über der ganzen Mannschaft eigentlich hängt. Ja, sehe ich ganz genauso. Und deswegen weigere ich mich zu akzeptieren, dass die Eintracht in so einer krassen Krise ist, weil im Endeffekt finde ich es nicht. Wir haben gegen Freiburg einen Aufwärtstrend gesehen, wo wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Punkt. Da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Das hat der Schiedsrichter zu verantworten. Aus dem Aus. Und jetzt in München haben wir gut gespielt, haben uns dort nicht krass abschlachten lassen, hatten unsere Chancen, wir können mindestens 1-2 Tore machen. Und jetzt spielst du zu Hause gegen HSV und die Mannschaft soll, ich hoffe, dass Kovac denen das ins Gewissen ruft und sagt, Leute, ihr wart nicht schlecht. Und der HSV
bei allem Aufwärtstrend, den die haben, der ist trotzdem schlagbar. Und da werden sich für euch trotzdem Lücken auftun. Und die werden wir, wenn wir die nutzen, dann sind wir eine starke Mannschaft. Wir haben das gegen Köln zu Hause gezeigt, da sind wir nach 4 Minuten in Führung gegangen und dann ist nicht dann klar, hat Köln auch noch Chance gehabt, aber wir haben es trotzdem, wir haben nichts mehr zugelassen. Hm. Wir haben auf Schalke haben wir auch 0 gespielt. Die Eintracht kann das und ich glaube, die zeigt das immer wieder. Die hat jetzt in gewissen Stellen Pech. Natürlich kommt auch eigenes Unvermögen dazu. Dann kommen die Verletzten, das ist ein Mix aus allem. Aber trotzdem hoffe ich, dass Kovac der Mannschaft jetzt sagt, und das ist eigentlich meine Botschaft für die ganze Sendung heute, dass wir sind noch 10 Spiele jetzt. Der Dennis hat es gesagt, Vallejo ist wieder auf dem Platz jetzt. Fabian ist wieder eingewechselt worden. Das sind 2 wichtige Stützen. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft denkt, okay Leute, lass uns das abschütteln, wir fangen jetzt neu an. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen HSV, danach haben wir noch eine Woche Pause, wo wir chillen können. Mhm, und die Verletzten können weiter ihre Wunden lecken. Und dann spielst du zu Hause gegen Gladbach. Einen direkten Konkurrenten um die eventuellen Europapokalplätze und du kannst schon mal testen, was wir im Pokal mit denen dann anstellen werden. Also Leute, ich weiß nicht, wenn die Eintracht jetzt keinen Spirit mehr da reinkriegt, dann plätschert die Saison vielleicht so aus, wie der Marvin das auch schon mal gesagt hat, befürchtet hatte, wo er dann sagt, dann will er wenigstens, dass immer die gleiche Mannschaft spielt, dass wir für die nächste Saison einen Gain haben. Aber was ich will eigentlich, dass die Eintracht jetzt sagt, Leute, wir brennen jetzt die letzten 10 Spiele alles ab und gucken, was dabei rauskommt. Weil die Chance ist immer noch da. Wir haben von 10 Spielen haben wir 6 Heimspiele und da ist kein Gegner dabei, wo ich sage, okay, da haben wir keine Chance. Wir haben jetzt endlich die Bayern hinter uns, wir haben Leipzig schon hinter uns. Das Einzige, was jetzt noch was kommt, was krass ist, Leipzig hinter uns. Wir haben Leipzig am letzten Spieltag, wo eh alles drin ist und du spielst noch in Dortmund, die auch nicht die stabilste Saison spielen. Es gibt kein Spiel, wo die Eintracht chancenlos sein wird. Und ich hoffe, dass sie das wieder wissen und dass die durch dieses Tal jetzt gegangen sind, dass sie sich dadurch dann nicht auseinander dividieren lassen, auch von den Fans her nicht. Und dass die Stimmung jetzt irgendwie wieder überschwappt und sagen, wir gewinnen gegen HSV und dann ist alles möglich. Dann kommt die Euphorie im Umfeld wieder in der Mannschaft. Der Trainer wird das perfekt wieder moderieren, wie er es am Anfang auch gemacht hat. Und dann kann die Eintracht jetzt nochmal mit dem Zug losfahren und dann schauen wir, wo der anhält, der Zug. Also, aber ich habe irgendwie noch Bock, zuversichtlich zu sein. Ich kann dir da halt momentan nur bedingt folgen, weil mit Ingolstadt und Freiburg, finde ich, hatten wir zu Hause schon Gegner, die mehr als schlagbar waren, wo es nicht funktioniert hat. Ich bin jetzt auch nicht so weit, da irgendwie von der Krise zu reden, aber so ganz hochmotiviert bin ich da jetzt im Moment auch nicht, auch wenn man aus dem Bayern-Spiel ja auch ein paar positive Dinge mit rausnehmen kann. Wir haben nur 3-0 gegen die Bayern verloren. Da gab es auch Mannschaften, HSV, die, bei denen sah das anders aus. Russ und Fabian haben Einsätze bekommen. Wir sind weiterhin auf Platz 6, was ich nonoch am grandiosesten finde. 5 Spiele in Folge verloren und alle anderen hauen halt genauso in den Sack und du bist immer noch mit 35 Punkten am 24. Spieltag auf Platz 6, was ich nach wie vor sehr kurios finde. Und dann war da diese grandiose Rettungstat von Hasebe, wo er dann irgendwie im Rutschen noch den Ball von der Linie klärt, wo er sich ja dann die Verletzung bei zugezogen hat. Also da war auch eine ganze Menge Positives mit dabei. Alice, was ist so dein Statement? Krise oder nicht Krise? Also ich würde erstmal sagen, dass ich finde, wir sind in einer absoluten Luxussituation für Eintracht Frankfurt. Dass wir mal nicht bangen müssen, ist ja schon in dieser Saison ein großes Wunder. Und was ich finde, ist, dass wir zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, Ruhe im Verein haben durch die ganze Konstellation. Dass nicht nach 5 verlorenen Spielen gleich wieder eine Krise heraufbeschworen wird, auch im medialen Umfeld und so weiter, sondern dass es alles ein bisschen ruhiger gemacht wird und so. Das ist schon mal ein Fortschritt, finde ich. Ich finde, ich bin so ein bisschen geteilt. Ich finde schon, dass es offensiv ein bisschen schwierig ist momentan. Defensiv oder so, aber wenn man sich die Aufstellung anguckt, dann glaube ich, weiß man auch warum. Und da ist man fast defensiv noch ganz gut aus der Nummer rausgekommen, wenn jetzt dann wieder endlich Abraham und Vallejo zusammenspielen können. Ich glaube, dieses HSV-Spiel wird jetzt das alles Entscheidende. Also du musst da jetzt zu Hause mit den Fans, musst du jetzt da mal ein Statement setzen und da 3 Punkte holen. Und dann ist sozusagen der Weg auch wieder geebnet nach oben. Aber wenn du da jetzt verlierst, zu Hause gegen HSV, dann könnte es auch bei uns wieder unruhig werden. Wobei dann die Länderspielpause kommt und Kovac hat ja gerade im letzten Jahr gezeigt, dass er mit Motivation da auch nochmal ganz gut so ein Ruder rumreißen kann. Also das wäre dann in der Tat auch noch so der letzte Strohhalm, an den ich mich da hängen würde. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn der HSV jetzt gegen Gladbach am Wochenende gewonnen hat, die werden zwar nicht absteigen, aber die werden auch gegen uns da keine Punkte holen. Ich hoffe einfach, dass die Eintracht
keine Angst bekommt. Weil im Endeffekt kann die Eintracht in den letzten 10 Spielen so gehen und sagen, ey Leute, viel kann echt nicht mehr passieren. Und die Eintracht wird nicht absteigen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ich hoffe nicht, dass die denken, oh Gott, hoffentlich versauen wir es nicht und wir kommen doch nicht in den Europapokal. Wenn die nicht in den Europapokal kommen, dann ist es auch nicht so schlimm. Damit hätten wir niemals rechnen können. Ja. Ich hoffe nur, dass die sich keinen Druck machen und denken, oh Gott, stell mal vor, wir verlieren jetzt gegen HSV und dann ist alles im Arsch. Ich will einfach nicht, dass es unruhig wird, weil ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, jetzt in den nächsten 3 Spielen meinetwegen 4 bis 6 Punkte zu holen, dann ist alles in Ordnung und dann kannst du ganz befreit gucken, was noch drin ist. Und dieses, ich wehre mich trotzdem dagegen, dass jetzt Leute anfangen zu sagen, ja, die Krise steht bald bevor. Ich will es einfach nicht. Vielleicht ignoriere ich es auch ein Stück weit, aber ich weigere mich noch, das so zu sehen, weil die Situation, vergleichbaren Situationen, die in denen wir schon waren, die waren trotzdem noch andere. Also es waren noch andere, dass du das Gefühl hattest, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die völlig durcheinander ist. Das habe ich jetzt nicht. Da ist eine Mannschaft, die ist teilweise überfordert aufgrund der Situation, aber da ist keine Mannschaft, der ich nicht mehr vertraue, wie es früher oft war. Und das ist jetzt noch nicht so. Deswegen hoffe ich echt, dass gegen HSV ausverkauft, perfekt, Abendspiel. Wenn du das jetzt gewinnst, dann gehst du mit dem Sieg in diese Pause, kannst dich wieder neu starten, die Leute können Kraft tanken, dann spielst du daheim gegen Gladbach, was auch ein wichtiges Spiel ist, weil du dir da jemanden vom Hals halten kannst und du kannst denen auch schon mal ein kleines Statement setzen, so hier Leute, wenn ihr denkt, ihr könnt uns hier im Pokalhalbfinale locker aus dem Weg schieben, vergiss es. Wir kommen da hin, wir kommen da mit, keine Ahnung, 6.000, 7.000 fahren wir da hin und dann gewinnen wir dort auch noch. Und dann ist eh alles vorbei. Wenn die Eintracht dieses Jahr nach Berlin fährt, na gute Nacht, dann hoffe ich mal, dass hier die Stadt brennt. Jedenfalls. Also auf Twitter ist heute Mittag irgendwas vorbeigeflogen, dass du, wenn du dir alle Tabellen, Konstellationen seit Anbeginn der Bundesliga-Rechnung zusammensuchst, du im Schnitt einfach mehr als 36,4 Punkte brauchst, um nicht abzusteigen. Das heißt, uns würden noch rein rechnerisch 1,5 Punkte fehlen. Die sollten noch irgendwie drin sein. Die holen wir auch am Samstag. Ich glaube, als Spieler musst du ja auch richtig Bock haben, einfach auf dieses Spiel am Samstag. Das muss man aber dann halt auch auf dem Platz sehen. Also du musst aber so, wie wir jetzt Bock aufs Spiel haben, Abendspiel, wie der Basti schon gesagt hat, irgendwie ausverkauftes Haus gegen HSV, musst du einfach sagen, ich habe so Bock, dieses Spiel jetzt zu spielen und da 3 Punkte zu holen. Und das muss man halt dann aber auch sehen. Den Bruchhaken zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Aber ganz kurz noch dazu, eine Sache zur Tabellensituation. Wir müssen natürlich sagen, wir haben ja im Endeffekt einen Kader zusammengestellt, der absolut über seinen Verhältnissen gespielt hat. Auch bezüglich, wir haben so viele Verletzte zu beklagen, der Kader wurde nicht breit genug gemacht mit so einer Qualität, dass du oben mitspielen kannst. Also, dass wir jetzt mal ein paar Spiele verloren haben, klar, Ingolstadt und Freiburg ist blöd gelaufen, muss man auch sagen, hätte ich mir auch anders gewünscht, aber kann man jetzt meckern, aber Mund abputzen, weitermachen. Das Wichtigste, was eigentlich ist, ist auch, dass wir einmal jetzt wieder so ein bisschen Zeit gewinnen. Auch die Länderspielpause kommt uns da doch ganz zugute, um wieder ein paar rekonvaleszente Spieler wieder mit einzugliedern, wieder die alte Stärke zu holen. Und was mir leider immer noch fehlt und wo wir unbedingt dran arbeiten müssen, ist einfache Tore über Standards zu machen. Wir haben so viele Standards. Gut, beim Bayern-Spiel war es jetzt nicht so. Ich glaube, das war nur 3 oder 4 Ecken, die wir da hatten. Aber trotzdem, du kannst so viele Spiele drehen, indem du auch mit den Abwehrspielern dann, wir haben ja relativ groß gewachsene, starke Kopfballspieler, die wirklich da auch ein Tor machen können. Warum? Ich verstehe nicht, dass wir da so eine eklatante Schwäche haben. Und das wird auch jetzt im Verlauf der Saison noch wichtig, denn wenn mal die Kreativität fehlt, wenn mal das Spiel schwierig wird, die Mannschaft tief steht und so weiter, dann brauchst du dreckige Tore, dreckige, einfache Tore, und das bedeutet Standards, leichte Freistöße, die gut geschossen werden, Ecken, die gut geschossen werden, und das sehe ich überhaupt nicht und das ärgert mich und da muss ich wirklich sagen, diese Situation, die Tabellenposition könntest du halten, hättest du auch noch weiter oben haben können, wenn du mehr aus deinen Standards gemacht hättest, so konntest du einfach die Qualität nicht mehr auf den Platz bringen, weil einfach die Qualität der Spieler gefehlt hat. Ja, das war ja auch so ein Punkt, den wir letzte Woche schon angesprochen haben, wenn du überlegst, gegen Freiburg, wir hatten 13 oder 14 Ecken. Und davon kam ein Ball aufs Tor. Davon war nicht eine gefährlich. Ja, doch, die eine, die uns nicht gegeben wurde. Ja. Aber das war auch die einzige. Die anderen gingen ja nicht mal aufs Tor. Also da fragst du dich halt auch, habt ihr überhaupt das mit dem Fußball gelernt? Also Hector nehme ich da raus. Ich habe immer so das Gefühl.
Ja. Ich habe bei der Eintracht das Gefühl, das ist noch nicht angekommen, dass man Standards auch trainieren kann im Training. Das ist irgendwie so vollkommen durchgerutscht. Also diese Ecken, das ist ja wirklich, das ist eine Katastrophe. Da muss man gar nicht hingucken. Da kann man schon sich noch ein Bier holen oder sowas. Also in der Zeit, wo die Ecken treten. Das ist der Hasebe und die sind alle so unkreativ. Und ich meine, man sieht ja auch in der Bundesliga, wie viele Ideen es da theoretisch auch noch geben könnte. Und nö, bei uns ist das einfach nicht der Fall. Und ich gebe dir da vollkommen recht, dass gerade in so einer Phase so wichtig, dass du da auch mal ein Tor schießt oder wenigstens eine Torchance kreierst. Das Problem bei der Eintracht sehe ich ehrlich gesagt, wir haben auch keinen, der die treten kann. Ich wüsste keinen, wo ich denke, oh geil, wenn der Schindera war der Einzige, aber selbst bei dem hat das irgendwann nachgelassen. Das ist wie so ein Eintrachtfluch. Also du hast das Gefühl, du siehst hier, obwohl er gar nicht mehr spielt, immer noch diese Benny Köhler-Ecken an den 5 Meter. An die musste ich auch gerade denken. Und die sind irgendwie nicht weg, obwohl er gar nicht mehr da ist. Keine Alle Ahnung. Waren bei ihm in der Schule. Ja, also das wirkt so. Also, und Danny Blum probiert es so ein bisschen, aber das wirkt eher so, als hätte er sich YouTube-Videos von Marco Reus angeschaut und kriegt aber nicht ganz gebacken. Also der probiert das Danny Kien, aber irgendwie kommt der, da kriegt keinen Drive dahinter. Das fehlt so ein bisschen. Fabian ist vielleicht der Einzige, wo ich denke, der kann da so einen Kanonschlag da reinhauen. Wie ich erinnere mich auch an diese, erinnert sich noch einer von euch an Stenderas Vorlage gegen Schalke? Das war ein richtiger Kanonschlag. Ein richtiger Kanonschlag, der da in die Mitte gesegelt ist. Und solche Dinger sind immer geil, weil dann selbst der Abwehrspieler manchmal nicht mehr so krass reagieren kann, dass der Ball vielleicht irgendwie abtropft und dann fällt er irgendjemand vor die Füße, am besten Meier. Aber das haben wir gar nicht mehr. Und ich sehe auch keinen, weil wenn, was ja Lise schon gesagt hat, wenn Hasebe bei uns die Standards tritt, dann kannst du schon ablesen. Oh je, oh je. Also wir können ja die Mannschaft durchgehen. Wer soll es machen? Chandler fällt aus. Ochipka, ja, auch Ochipka nicht so gut. Vielleicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber der hat jetzt auch nicht so den Drive in seinem Dings. Ja, die Situation ja, ist doch, du hast doch so viele Eck-Optionen, sag ich jetzt mal, indem du einfach verlängerst nochmal auf einen kurzen Pfosten spielst, verlängerst zum Beispiel Kopfballspieler. Was, ja. Und das machen wir gar nicht. Da hatten wir doch mal eine Phase letzte Saison oder sowas, wo wir immer einen kurzen Pfosten gespielt haben, da wurde es verlängert von Russ oder sonst irgendjemand und dann kam da auch mal was Gefährliches raus. Ja, ich meine, wir müssen uns einfach generell davon verabschieden, hohe Bälle bringen bei uns nichts, die können wir nicht spielen. Wir haben aber auch keinen, der die Dinger irgendwie mal flach und scharf irgendwie reinbringen kann. Das ist ja das, was du mit Stendera gebracht hast, wenn du dir das eine Tor von den Bayern anguckst, wie Alaba das Ding einfach mal flach mit einem fürchterlichen Drive da reinhaut und da brauchst du als Stürmer ja nur einen Fuß hinhalten. Da haben wir halt keinen bei uns, der das bringen kann. Wir müssen das Zeug halt eigentlich erst bis vor die Linie tragen, dass wir es dann irgendwie reinschieben können. Aber was ich irgendwie mal gerne ausprobieren würde, das sieht man eigentlich sehr selten im Fußball, wäre denn eigentlich, wenn einer, der einen Eckball schießt, gerade anlaufen würde und der wird das Ding vollspann in die Mitte rohren einfach. Also mit aller Kraft, die er hat und gerade, ohne anschnibbeln und gucken und Fingerzeig, sondern du läufst einfach an und knallst das Ding einfach kerzengerade in die Mitte. Und dann, das ist ja, da kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendeiner reagieren kann. Dann am Ende knallt er gegen das Knie vom Abwehrspieler an das Eigentor. Oder? Genau, das also, Ding bevor einfach wir so weitermachen, kann die Eintracht zum Haus spielen. Die Eintracht soll einfach stimmt, voll spannend ja, schlechter als das aktuelle kann es nicht werden, ja. Nö. Im schlimmsten Fall erwischt er einen vom Gegner irgendwie am Kopf und er bleibt erstmal 10 Minuten benommen auf dem Platz liegen. Ja, eben, dann tust du, als hättest du nicht gesehen, schießt Tor und sagst, oh, schade, sorry, gell. Aber das ist ja das Problem, dass es gar keine Kreativität gibt bei den Ecken. Das ist immer das Gleiche. Ja, das stimmt, ja. Hoch in die Mitte irgendwie kurz Obwohl vor 5 Meter. Obwohl wir Hector haben. Ja. Also weißt du, das Ding ist, wir müssen Hector echt die ganze Zeit ertragen. Und den einzigen Trade-off, den wir von ihm haben könnten, nutzen wir nicht mal aus. Weil im Endeffekt ist es ja dann so, dass du das Gefühl hast, wenn Hector irgendeiner Mannschaft spielt, verschuldet er 8 Tore und macht vielleicht wenigstens aber 7 Kopfballtore. Aber bei uns kommt er gar nicht mehr in die Situation zu sagen, oh Hector, macht jetzt ein Kopfballtor, weil die Flanken halt so ungefährlich sind. Also ja, aber auch Abraham hat ja auch noch kein Tor geschossen, oder? Der ist ja auch vorne der mit drin und nicht gerade klein. Der ist vielleicht zu mächtig. Der ist vielleicht ein bisschen der zu mächtig. Der hat halt wenigstens früher mal diese Abpraller dann irgendwie mal noch mit Wucht irgendwie reingebracht, aber selbst das funktioniert ja irgendwie nicht. Also selbst wenn wir die Ecke nicht im ersten Ball irgendwas machen können. Wir schaffen es ja auch nicht mit dem zweiten Ball irgendwas anzufangen oder den auch nur irgendwie annähernd in Richtung Tor zu bringen. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir überhaupt nichts mit diesem Ball anfangen können. Du musst dann höllisch aufpassen, dass du keine Konter fängst. Ja. Ja. Außer? Außer, dass wir den Gegner dann noch einen Konter schenken, weil wir sozusagen den noch gefühlt in den Fuß legen. Also das ist ja für den Gegner gefühlt schon so, oh, die Eintracht hat eine Ecke, dann kriegen wir gleich einen Konter und können vielleicht ein Tor schießen. Nach vorne. Ja, das ist ja Hectors geheime Superkraft.
Ja. Ich hätte jetzt gerne mal von euch, dass ihr mir jetzt, wir haben jetzt noch 10 Spiele, Spieltage, bis die Saison rum ist, und ihr mir jetzt einfach nur die Tabellenplatzierung sagt, die die Eintracht am Ende des 34. Spieltags hat. Die Gästin darf anfangen. Oho. 8. 8. Dennis. Also 7. 7 Witz werden hoffentlich. Okay, ich sag 12. Basti? Ich sag, die Eintracht bleibt 6. Du sagst, sie bleibt 6. Okay. Und gewinnt den DFB-Pokal. Danach habe ich nicht gefragt. Nein, noch besser. Ich will es noch. Nee, warte mal, wie willst du es haben? Ja, einfach. Ich will so, dass Köln wegen uns nicht in den Europapokal kommt. Was müsste denn da passieren? Dann brauchst du mit dem Nippi aber nicht mehr zu reden. Keiner von uns. Damit Köln nicht reinkommt, dann müssten wir 7. werden und Köln wird 8. Ja. Und wir müssten den DFB-Pokal gewonnen. Die Eintracht wird 6. und Köln wird 7. und die Eintracht gewinnt dann nicht den DFB-Pokal. Keine Ahnung, egal. Ich sag aber, dass ich glaube, die Eintracht kommt tatsächlich in den Europapokal. Okay. Ja, gut. Dann habe ich mir jetzt so eingeredet, dabei bleibe ich jetzt. Dabei bleibst du jetzt hervorragend, ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Darauf kommen wir nochmal zurück, nehmen das auf. Den Soundfall habe ich mir jetzt aufgenommen, das spiele ich dir dann vor. Ja, ist okay. Können wir gerne drüber reden. Wir laden Annalise wieder ein, die kann dann vermitteln. Im Zweifelsfall. Wir haben Hörerfeedback bekommen. Zum einen jede Menge Kommentare auf iTunes. Ich verwechsel das. Dafür schon mal vielen Dank. Einen habe ich mir rausgesucht, der da laute: Freue mich immer schon auf die nächste Folge. Kurzweilig, erfrischend und kompetent. Ja, und niemanden erlebt, der uns kompetent nannte. Aber gut. Ja. Und wir haben noch ein weiteres Hörerfeedback bekommen vom Thomas, der sich beschwert, will ich jetzt nicht wirklich sagen, aber ein bisschen Kritik daran angemerkt hat, dass wir Spielernamen immer falsch aussprechen. Er führt da zum einen ins Feld den Herrn Regotta und zum anderen den Herrn Fabian, der gesprochen mit 2 N am Ende wohl eher ausgesprochen wird, also eher Fabian. Ich glaube, es ist noch nicht so schlimm wie bei Turn und Taxis, aber wir nehmen uns das zu Herzen und versuchen da mal ein bisschen. Wir schämen uns. Ja, das wird nicht, also schämen brauchen wir uns nicht, aber versuchen es mal zu berücksichtigen bei den weiteren Ausführungen. Wenn auch ihr da draußen uns Feedback schicken wollt, dann könnt ihr das auch per Mail tun unter info@eintracht-podcast.de, Twitter, Facebook, Kommentare im Blog, Slack, was euch da so alles einfällt. Und wir schauen jetzt mal, was uns so einfällt, wenn wir auf das kommende Spiel gegen Hamburg sprechen. Und ich meine jetzt nicht das, was nach dem Spiel stattfinden wird, sondern das, was auf dem Platz passieren wird. Hasebe ist so ein bisschen fraglich. Der hat sich ja, wie ich vorhin schon sagte, bei dieser Rettungsaktion eine doch recht tiefe Wunde am Schienbein zugezogen, die jetzt genäht werden musste. Also das ist eher fraglich. Fabian scheint wieder fit zu sein. Vallejo habe ich jetzt unterschiedliche Aussagen heute gehört. Die einen sagen, er ist im Mannschaftstraining, die anderen sagen, der ist total fit und kann im Prinzip auch schon spielen. Also könnte interessant werden. Was denkt ihr denn so erstmal aufstellungstechnisch, was wir da haben werden? Ich glaube, Vallejo wird zur Not noch geschont weiter. Also nicht, dass da wieder was passiert, glaube ich. Ich glaube, da werden die auf Nummer sicher gehen. Fabian wird vielleicht von Anfang an spielen. Das heißt aber, wir laufen wieder mit dieser wunderbar grandiosen Abwehr, die da heißt Chandler, Hector, Hasebe, Abraham und Chipka müsste doch wieder da sein. Genau. Ja, genau. Fünfte Gelbe ist fertig, ja. Hasebe ist halt da fraglich, ja. Muss mal gucken, ob, wenn er spielen kann, denke ich. Ich finde es gut, dass er da hinten spielt. Muss mal schauen, ob er halt spielen kann. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn Hasebe wirklich ausfällt, dass Vallejo auch direkt von Anfang an spielt. Und nicht erst eingewechselt. Ich habe gelesen, dass Hasebe spielt, hat der Kovac gesagt wohl heute. Okay, ja. Okay, na gut. Das ist gut. Jetzt mal angenommen, wir haben keinen Hasebe und auch noch keinen Vallejo. Kriegt dann Russ Vollzeiteinsatz? Ich glaube, das kann er noch nicht. Das hoffe nicht. Hättest du nicht wirklich eine Alternative, oder? Hatten wir auch die ganze Zeit, haben wir den Tag gestellt. Dann ist wieder Otschipka wieder in Innenverteidigung. Otschipka Innenverteidigung, Tawata links, ja, genau. Stimmt, das würde auch gehen. Besuschkow, ja. Ja, den, ja. Die Frage ist halt, wie wir zu Hause, also wir werden wahrscheinlich wieder die Fünferkette nehmen. Dann haben wir wieder 2 im Mittelfeld. Da würde ich diesmal Barkok und Mascarell nehmen und dann vorne würde ich sie so lassen. Ich würde
Gut, Fabian noch, oder? Ach nee, stimmt. Ja, stimmt. Guck mal, dann hier hast du gar nicht mehr die Möglichkeiten gewohnt. Den Barcock raus. Mascarell, Fabian, perfekt. Ja. Und dann hast du vorne würde ich trotzdem Rebic, Gacinovic und je nachdem, Meier fit ist, nicht Jagota. Also. Ich würde ja Gacinovic rausnehmen. Hm. Okay. Wen würdest ich will du alternativ Blumen, dafür stellen? Ich will Blumen erstmal nicht mal sehen. Ja. Warum? Ich bin eher für Blumen als für Gacinovic zum Beispiel. Ich werde den Gacinovic nicht mehr sehen. Hm. Ich würde da in der Tat Alice zustimmen. Also mich hat Gacinovic in letzter Zeit mehr genervt als Blumen. Ich finde, ja, über Blumen kommt wenigstens nochmal ein kreativerer Input. Gacinovic ist so ein bisschen blass, finde ich. Einfach sehr, sehr blass. Ich finde auch, dass Gacinovic Aktionen versucht, mit denen er da nicht durchkommt und dann relativ schnell so in diese Trotzphase kommt, so mein Förmchen, mein Schüppchen und dann eher anfängt, so blöde kleine Fehler zu machen, in die Fouls geht, sich anstellt, diskutiert, versucht dann irgendwie Standards zu schinden, wie Alice vorhin schon gesagt hat, die du eigentlich auch mit der Referenz, die wir haben, gar nicht erst versuchen brauchst, irgendwie zu schinden. Sei denn, du rennst halt wirklich irgendwie hin und rum und verlierst das Bein, dann würden sie es dir vielleicht noch glauben, aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Also. Obwohl meiner Meinung nach halt Gacinovic schon eine gewisse individuelle Klasse hat, dass er auch teilweise die HSV-Spieler abkochen kann und da ordentlich Platz schaffen kann mit so einer Aktion. Weiß ich nicht, ob man auf die Qualität dann verzichten will. Ich verstehe, was ihr meint. Ja, es gefällt mir auch nicht, dass er dann so ein bisschen trotzig, wie ein kleines trotziges Kind wirkt, gerade wenn mal eine Situation nicht geklappt hat. Aber natürlich, wenn er seine Geschwindigkeit auch ein bisschen ausnutzen kann, finde ich, reißt er schon schöne Räume. Und ja, ich weiß nicht, ob man da auf die Qualität, gerade gegen HSV, wo du hoffentlich einige so 1-gegen-1-Situationen von Gacinovic gegen dann den direkten Gegenspieler hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass du da auch den Vorteil verschaffen kannst. Danny Blum, weiß ich nicht, er hat jetzt nicht so schlecht gespielt, aber es brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich würde bei Gacinovic denken, dass wir die Zeit, die wir ihn investiert haben, die wir auch ausgehalten haben, wo er nicht so gut war, ich will einfach den Ertrag irgendwann jetzt abschöpfen und ich will ihn jetzt nicht rausnehmen. Das ist wie wenn du im Casino sitzt, jetzt die ganze Zeit auf Rot und verlierst die ganze Zeit. Dann bleib trotzdem bei Rot, das kommt schon halt irgendwann. Und du hast halt, wenn du das jetzt dann wechseln, Jan, auf einmal gehst du auf Schwarz, dann kommt Rot. Und dann, ich würde einfach denken, dass jetzt bei Gacinovic zum Reifeprozess zählt, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Es kann natürlich auch sein, dass er schon am Ende der Fahnenstange angekommen ist, dann müssen wir langfristig irgendwas anderes überlegen. Aber ich glaube trotzdem, dass Gacinovic ein riesen Fußballer ist, der halt noch viel lernen muss, auch was Wettkampfhärte betrifft und auch genau diese Einstellung, die ihr angesprochen habt, dass er eben nicht auf den Boden schaut und diskutiert und beleidigt ist, sondern dass er einfach ein Profi wird. Und wir haben viel Zeit in ihn investiert, haben auch dadurch viel schlechte Spiele von ihm gesehen. Aber dann würde ich es jetzt trotzdem noch ein bisschen durchziehen, ein paar Spiele. Wenn natürlich dann gar nichts kommt, dann würde ich ihn auch rausnehmen. Mhm. Aber ich finde, dass Gacinovic einer unserer Assets ist, wo ich sagen würde, der ist, irgendwann kann der mal viel, viel Geld wert sein. Und dafür müssen wir vielleicht auch mal in diese unköstliche Rübe beißen und uns gucken, wann er uns was bringt. Aber ich weiß nicht, kann auch sein, dass es mein Fanboy-Tum ist. Ich würde weiterhin an ihm festhalten. Aber man kann es ja auch andersrum sehen. Man könnte ja auch sagen, man könnte ihm jetzt mal eine Pause geben, weil er vielleicht auch ein bisschen überspielt ist und dann sagt, dass man das ihm, dass das ihm gut tut, um ihn sozusagen weiterzuentwickeln auch mal. Sehr diplomatisch, ja. Na, die Frage ist ja auch so ein bisschen, und das ist auch so die Anmerkung, die jetzt hier gerade so im Chat an mir vorbeiscrollen. Zum einen ist so ein bisschen auch der Punkt, wie der HSV spielt, weil Gacinovic ist natürlich schon einer, der ins Dribbling gehen kann, der die Räume nutzen kann. Ist halt die Frage, zum einen bietet uns der HSV diese Räume an? Und der andere Punkt ist natürlich auch, der hier angemerkt wurde von Martin, dass Gacinovic nicht so robust ist, wenn es dann gegen den HSV schon eher in so ein körperliches Spiel geht. Halt auch so ein bisschen die Frage. Ja, aber durch den Aufwärtsschwung des HSV denke ich, dass die relativ offensiv gegen uns spielen werden. Wenn die jetzt total verunsichert wären und hätten jetzt diesen Aufwärtsschwung nicht, hätte ich recht gegeben. Hätte ich gesagt, ja, die werden erstmal abwarten und werden erstmal gucken, was los ist. Ich denke aber, dass gerade ein Gacinovic von Anfang an spielen sollte, damit man einfach diese hoffentlich dann von unserer Seite aus die Sturm- und Drangphase vom HSV, die hoffentlich dann auch kommt entsprechend, ausnutzen kann, um selbst das Tor zu machen und da
war, denke ich, kann Gasinovic schon den Ausschlag geben. Wenn das Spiel natürlich sehr körperlich wird und du merkst, oje, das ist im Endeffekt nur über Körperlichkeit zu bringen, die stehen sehr, sehr tief und dann ist auch ein Gasinovic nicht zu gebrauchen, dann muss man wechseln. Aber von der Situation her würde ich schon sagen, dass der HSV ein bisschen Aufwind hat und dementsprechend auch nicht hinten komplett ein Mauerwerk aufbauen wird. Und in der Situation, denke ich, kann man Gasinovic schon gebrauchen. Wir werden sehen. Wir entscheiden es ja eh nicht. Genau. Das ist richtig. Ja. Und wer weiß. Dann ganz vorne, Rigota oder Meier? Ist Meier wieder fit? Meier. Ich bin auch für Meier. Meier. Mhm. Nein, Seferovic darf noch gar nicht wieder spielen, oder? Entschuldige. Nee, Seferovic darf noch nicht. Ich wäre dann auch tendenziell für Meier gegen den HSV. Ja, eher Meier. Und wenn du einen Fabian wieder da hast, der auch den Meier sozusagen anspielen kann. Da hast du ja noch ein bisschen mehr. Ja, das ist eine gute Sache. Ja, Meier muss dann sich nicht zurückfallen lassen und kann sich auf seine Stärke konzentrieren. Vorne einfach 89 Minuten rumlungern und dann das Ding im dritten Ballkontakt nach 90 Minuten über die Linie zu schieben. Klingt gut. Ja, das brauchen wir auch. Ja. Es wird aber spekuliert, dass er mit beiden spielt. Meier und Rigota. Okay. Und dann Blum raus. Ja. Dann ist ja Blum und Gefühl dann bist du halt super offensiv, ne? Also Fabian, Rigota, Meier, Rebic. Schießt den HSV 8-0 ab. Ja, das heißt, Rigota müsste auf die Außenbahn dann gehen. Ja. Nee, bitte nicht. Never ever. Bitte nicht. Ja, also versuchen dann, kann man es ja mal. Dann lieber versuchen, irgendwie noch einen unbekannten Bruder vom Chandler aufzutreiben und den auf die Außenbahn zu stellen. Das kann jetzt auch nicht viel gefährlicher und viel blöder sein. Naja, oder naja, wenn der so Fabian nicht fit ist, dann spielt er. Wenn der Fabian nicht fit ist, spielt der Rigota halt hinter Meier und dann bleiben Blum oder Gacinovic auf rechts. Das ist ja dann sozusagen die Alternative wahrscheinlich eher als Fabian, Meier, Rigota, Rebic. Das ist ja echt super offensiv. Also auch wenn wir den HSV als Gegner haben, aber trotzdem. Also ja, und dann hast du in der Defensive hast du einen Hector stehen als Absicherung. Ha. Hector, letzter Mann. Das sind immer so Sätze, die führen bei mir instantan zu kleinen Hirnschlägen. Mit Utschipka zusammen am besten noch. Meine Trauminnenverteidigung. Ja. Ja. Oje, oje, ja. Ja, aber ich meine, hey, wir haben es mit dieser Verteidigung, haben wir es geschafft, gegen die Bayern nur 3 Tore zu kassieren. Der HSV sah mit einer anderen Abwehr da ganz anders aus. Da war aber Chip gar nicht in der Innenverteidigung. Das stimmt allerdings, ja. Es ist aber eigentlich gesetzt, dass Tawata durch Utschipka wieder ersetzt wird, ne? Ja. Na, die Frage ist halt, ob Hasebe spielt. Ansonsten würde ja Utschipka wieder mehr in die Mitte rücken. Ah, okay. Ja, und dann ja, Tawata stimmt. Wieder auf links spielen, was halt auch wieder so Schmerzen auslöst. Als Vallejo nicht spielt, meinst du, ne? Wovon ich jetzt tendenziell eher mal ausgehen würde, dass der gegen den HSV noch nicht spielt. Also der ist jetzt heute das erste Mal da im Mannschaftstraining wieder aufgetaucht. Also wenn sie da jetzt nicht irgendein Wundermittel in den Rhein gepumpt haben, würde ich den in der Tat jetzt gegen den HSV noch schonen und auch die Länderspielpause nutzen, weil danach kommen halt auch dann nochmal so die richtigen Kracher, ja. Die Frage ist halt, wie fit er wieder ist, ja. Mhm. Von Kovac, der hat heute gesagt, dass er zu 100% wieder fit ist und dass er aber jetzt die Woche abwarten will, wie er mittrainiert, wie er sich gibt, um dann zu entscheiden. Aber er ist wohl wieder bei 100%. Aber er hat halt noch nicht trainiert. So wie ich Vallejo einschätze, wird er quasi jetzt mit dem Ehrgeiz, den der hat, wird er jetzt quasi in der Woche auch noch Trainingsweltmeister und steckt sie alle irgendwie in den Sack. Ja, aber ich glaub, das macht er ohnehin auch ohne Training. Ja. Also wenn dir den Rest anguckst, der da hinten dann teilweise zur Verfügung steht, ob es nur Chipka oder ein Hector ist, also muss man auch sagen, wahrscheinlich ein Vallejo mit 50% wäre wahrscheinlich noch besser. Muss auch wieder gucken, willst du das Spiel, natürlich, es ist richtig, da so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden zwischen überreizt den Spieler nicht und werfen nicht zu früh ins Boot. Man muss aber natürlich auch sagen, gegen HSV ist auch wieder eine Mannschaft, wo du gut punkten kannst, wenn du hinten sicher stehst und wäre natürlich schon schön, da auch Punkte mitzunehmen und nicht dann zu sagen, ah ja gut, ein Vallejo ist zwar 100% fit, aber
dann, wenn er die Bescheinigung hat, er ist hundertprozentig fit, dann können wir ihn auch spielen lassen, meiner Meinung nach zumindest. Aber dann hast du echt wieder die Bretteraufstellung, wie wir es immer haben wollen. Du hast Radetzky hinten, dann hast du Vallejo, Abraham in Verteidigung, Hasebe, Libero links, Oczipka rechts, Chandler, Mascarell, Fabian, Rebic links, Gacinovic rechts, vorne Meyer. Also das ist eigentlich vorwärts. Für mich, genau. Für mich ist das unsere A11, ehrlich gesagt. Ja, ist so. Ja. Das ist komplett, da will ich nicht eintauschen wollen. Und dann musst du den HSV schlagen. Ja, am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, dass ich vorne gar keine Schmerzen habe, wer da so spielen soll, weil die eigentlich alle ganz cool sind. Aber mittlerweile muss ich sagen, Tarasay ist da komplett raus. Also der ist auch nicht. Der ist komplett raus und ich war eigentlich, als Blum kam und alle so ein bisschen skeptisch waren, ich eigentlich derjenige, der viel von ihm gehalten hat. Jetzt habe ich aber ihn ein paar Mal spielen sehen und mir ist er nicht spielintelligent genug, ehrlich gesagt. Also der ist für mich nicht so, dass ich denke, das ist ein geiler Kicker, Straßenkicker, der auch irgendwie weiß ganz genau, wann er wo abspielen muss, sondern der hat einen guten Schuss. Für mich ist er halt eine kleine Version von Schürrle. Es kann auch sein, dass ich ihn zu schnell verurteile, aber ich mag es nicht, wenn Spieler 3-4 Situationen im Spiel haben, wo die eigentlich links abspielen müssten, weil er da besser postiert steht und schließen aber ab. Da sagen manche ein Stürmer, der muss egoistisch sein, blablabla. Ich bin leider kein Fan, aber das ist nur meine persönliche Einstellung dazu. Das ist mit Sicherheit nicht richtig, aber ich schieße mich dann schneller auf solche Spiele ein, weil ich ist auch ich kein selber, wenn ich selber, wenn ich selber kicke, mag ich es auch nicht. Ich mag es überhaupt nicht und deswegen kann ich dann seine Mitspieler verstehen, wie das dann ist, wenn du dann da die Linie lang rennst und der müsste ich eigentlich schon anspielen und schießt er selber nicht. Junge, was machst du denn? Und aber die Elf, die ich eben gesagt habe, das wäre für mich echt eine Bretterelf. Und wenn die alle mal verletzungsfrei bleiben würden und wenn wir die bis zum Rest der Saison zur Verfügung haben, dann schafft die Eintracht es wirklich, sechs zu bleiben. Dann schaffen wir auch die 36,5 Punkte. Ich finde, das Problem ist ja eher dann, wen hast du noch zum Auswechseln? Also wen hast du? Du hast halt niemanden auf der Bank eigentlich, außer jetzt dann noch ein Rigota. Barkok. Und ein Barkok, ja. Aber das war's. Ganz schön. Das war's dann auch schon, ne? Was mit diesem Wolf? Wolf. Haben wir noch nicht ausprobiert. Es wird wahrscheinlich einen Sinn machen, warum er noch keine Minute gespielt hat, so ungefähr. Stendera der wurde ja nur geholt. Stendera ist vielleicht in ein paar Spielen auch wieder eine Option. Wegen was wurde er geholt? Wegen der Quote, wegen oder? Wegen den deutschen Spielern in dem Team. Hm. Ich? Als wir, ja. Auch musstest du ja einen holen, damit du, oder hättest einen Profi, einen Nachwuchsspieler unter Vertrag nehmen, Profivertrag nehmen müssen und dann haben sie sich den Wolf geholt, damit sie die Quote haben. Ja, das war aber auch relativ klar, ja. Dann ist ja eigentlich nur die Frage, also ich habe jetzt hier nochmal geguckt, Marc Stendera und Tarasay leiden aktuell an Magen-Darm-Beschwerden. Das bedeutet, müssen wir keine Angst haben, dass ein Tarasay am Wochenende... Aber wie ist Stendera? Was ist mit dem eigentlich? Weiß es einer von euch? Der also, ist noch wieder Training. Komplett fit, oder? Ja, der ist wieder im Mannschaftstraining. Ja. Aber bei dem dauert das länger wahrscheinlich, bis er wieder fit wird, wie bei den anderen. Also der muss ja, der hat halt jetzt 6 Monate nicht trainiert. Ne? Also der wird wahrscheinlich erst in einem Monat überhaupt eine Option sein, wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal tippen, ja. Also aber das ist natürlich auch, wenn der nochmal im Schlussdrittel der Saison eingreifen kann, ist auch nicht zu unterschätzen. Weil wenn du eine Doppelsechs mit Mascarell und Stendera hast, hast du vielleicht auch wieder diese Standards drin. Du kannst Fabian ein bisschen weiter nach vorne schieben. Eigentlich, also wenn bei der Eintracht, wir haben es ja auch vor der Saison gesagt, wenn bei der Eintracht alle fit bleiben und die Stimmung bleibt gut, dann ist mit dieser Mannschaft echt drin. Und Marvin und ich haben vor der Saison schon gesagt, von Platz 6 bis 16 ist alles drin. Und das scheint sich zu bewahrheiten. Die Eintracht ist tatsächlich darauf angewiesen, dass nicht mehr allzu viel passiert, was Sperren und Verletzte betrifft. Weil, wie Alice jetzt angedeutet, so krass viel haben wir leider nicht in der Hinterhand. Beziehungsweise hast du Sachen in der Hinterhand, die dir ein derartiges Gefälle haben. Also wenn du überlegst, du kannst dich in einer Mannschaft zwischen Vallejo oder Hector spielt, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, ob du jetzt, das ist wie bei Pro Evolution, ob du einen 85er oder einen 70er in die Abwehr stellst. Das reißt es natürlich nach unten. Du würdest Hector noch eine 70 geben? Das ist, ja, meine Güte. Der hat halt gute Skills bei der Physik. Also, das gleicht sich dann aus. Ja, das wäre jetzt eher so irgendwas um die 62, aber gut. Naja, also 62 sind die Spieler, die bei MyClub kriegst. Du kriegst sie da hingeschenkt, die haben nicht mal einen Arm. so schlecht ist er jetzt auch nicht. Was ich richtig bitter finde, ist, dass Varela jetzt schon wieder ausfällt. Den hätte ich gerne jetzt mal ein bisschen gesehen, einen Zeitraum. Hätte ich dem jetzt gerne noch ein bisschen Spielpraxis gegeben. Aber jetzt ist der schon wieder verletzt. Also was hat der? Der wurde, die Schraube hat sich entzündet von seiner OP. Ja, und der musste jetzt nochmal operiert werden. Und ich glaube, 10 Tage soll er ausfallen oder sowas. Und dann, bis er dann wieder drinne ist, zieht sich natürlich dann immer wieder.
Ah, der wird gefühlt diese Saison nicht mehr viel Spielzeit bekommen, was schon irgendwie schade ist. Gar nicht wieder, oder was? Ich glaube, dass die Länderspielpause kann jetzt wahrscheinlich nochmal helfen, weil das sind ja dann 2 Wochen, wo er sozusagen auch wieder sich rankämpfen kann, aber wie viel, ist so ein bisschen die Frage. Ja, dann tatsächlich aber halt, kommt. Wenn jetzt halt auch alle anderen so langsam wieder reinkommen und du musst halt jetzt dann, also wenn du auch noch was reißen willst, dann bist du halt auch auf die Punkte angewiesen. Also dann wird er maximal noch irgendwie Einwechselzeit bekommen, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon eher. Kommt halt so ein bisschen drauf an. Ich meine, wir haben es ja schon mehrfach oder ihr habt es ja auch schon mehrfach gesagt und Chipka und Schändler sind halt aber auch, sind ja momentan in der Hochform, aber gehen auch gerade so ein bisschen wieder runter von ihrer Qualität. Das ist nämlich genau der Punkt. Man darf nicht vergessen, dass man eigentlich genau, dass du eigentlich, wenn du Varela vor der Saison, hätte ich niemals gedacht, niemals, dass Chandler Varela verdrängt und dass ich mit Chandler zufrieden sein werde. Das heißt, von meinem Gefühl her würde ich trotzdem lieber Varela als Chandler sehen. Also ja, vor allem, weil die halt auch, ich glaube, die können das jetzt nicht die ganze Zeit durchhalten und du hast den Vorteil, dass du auf rechts mit Varela, glaube ich, einen richtig guten hast, den du für Chandler bringen kannst, wenn du auf links für Ochipka einen Tabata hast, der jetzt ja auch noch nicht so richtig gezeigt hat, was er, ob er was kann, finde ich. Ja, ist richtig. Ich lese gerade im Slack, dass bei uns Almo Kohn im Gespräch ist. Stimmt das? Da kommen wir das habe ich geschrieben. Da kommen wir gleich zu. Erstmal wollen wir doch bitte mal tippen, wie das Spiel gegen den HSV ausgeht. Herr Basti, Sie dürfen anfangen. Der Eintracht gewinnt 2-0. Nur 2-0? Okay. Alice? Nur 2-0. Ich bin ja Berufspessimistin, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich würde sagen 3-0. Dennis? Also, ich sage, es geht 1-0 aus und es ist ein Standard, eine Ecke, Meier. Und Russ macht ihn irgendwann in der 80. oder sowas, drückt der den Ball über die Linie. Wird eingewechselt, sowas, so ein phänomenal emotionales Ding. Gekauft. Standard, Ecke, Russ. Habe ich das richtig mitbekommen? Standard, so ist, Ecke, Standard, Russ. Genau. Wer schießt die Ecke? Fabian, ja, genau, okay, gerne, ja, gerne. Gut. Das ist auch, ja, unterschreibe ich. Bei dem Teil hätte ich noch mitgemacht, okay. Ich würde auch sagen, HSV, kriegen wir ein Tor? Nee, kriegen wir nicht. Ich gehe mit dem 3-0 mit. Yay. Sehr gut. Keine Ahnung, wer die Tore schießen soll. Also ein Standard und eine Ecke ist da definitiv nicht mit dabei. Nee. Es sei denn, Niko Kovac hat diesen Podcast und macht sich ein paar Gedanken darüber. Also selbstverständlich. Da wäre eher so ein Ding, irgendwie Rebic zieht ab aus 42,5 Meter, das Ding glatt gegen den Pfosten, Adler gegen den Hintern und geht dann rein. Also das halte ich. Also eigentlich, wenn es eine Gerechtigkeit gibt, dann macht Rebic jetzt endlich mal 1-2 Buden. Also wenn bei dem noch der Knoten platzt, aber da soll die Eintracht den vorher lieber verpflichten, weil sonst wird es eng. Also wenn es nach der Gerechtigkeit geht, müsste er quasi direkt mit Anpfiff Adler mit ins Tor schießen. Das wäre dann der Gerechtigkeit Genüge getan. Ja, oder Ribotta macht 5 Buden. Ja, dann sprechen wir uns nächste Woche definitiv hier wieder und reden nochmal über deine Meinung zu Ribotta. So, Basti hat es gerade eben schon angesprochen. Almog Cohen ist wohl angeblich laut einer uns allseits gern gesehenen Quelle mit 4 großen Buchstaben im Gespräch bei der Eintracht, kommend vom FC Ingolstadt. Mhm. Weiß man da schon mehr zu? Pascal Groß von Ingolstadt statt den. Ja, kam gerade eben im Check auch. Gelesen, dass der hat aber wohl noch einen Vertrag bis 2018 und der ist auch Zweitliga gültig. Das heißt, wir müssten für den eine Ablöse zahlen und der wäre für die Sechserposition halt angedacht, dass man da noch eine Alternative hätte. Mhm. Aber wie viel da jetzt dran ist, Kovac kennt ihn wohl auch schon und findet ihn wohl sehr interessant, heißt es. Ich fand es jetzt mal ganz interessant, weil es eine Personalie ist, die ich bis jetzt noch nicht gehört hatte. Nee, ich auch nicht. Ist im Endeffekt. Und wir uns ja immer beschweren, dass wir keine Sechser-Alternative haben. Stimmt. Also, ich finde, als Backup-Sechser für Mascarell wäre ja ganz schlecht. Dann hast du auf der anderen, auf der 8 hast du Fabian und Schandera und auf der 6 hast du Mascarell und Kohn. Damit könnte ich leben, wenn er der vierte. Ist halt die Frage, was er kosten soll, ne? Also, ja, gut, viel darf er nicht kosten. Und wenn Mascarell bleibt, ist ja auch die Frage. Ja, aber Mascarell, hat doch Vertrag, oder? Das heißt, ja, aber die haben eine Rückholklausel. Genau, das Einzige, was bei denen passieren kann, dass wir 8 Millionen Euro für den kriegen und dann 3. Geht er wieder. 3?
Sicher? Ich glaube, es sind nur 3, ja. Ach du Schande, okay. Das, ja, das wäre natürlich sehr bitter. 8-3 ist natürlich übel. Je. Also ich meine, es sind nur 3, aber lieber nochmal nachprüfen. Ich weiß nämlich, dass mich diese Zahl auch sehr überrascht hat, weil ich schon für 3 ja, okay, so... Dann ist er ja sicher weg. Also wenn bei Real Madrid, dann holen die ihn halt zurück und verkaufen ihn weiter. Hm. Ich wollte gerade sagen, den kannst du ja locker fürs Doppelte dann nachher weiterverkaufen. Also auf jeden glaub, der Fall, ist, ja. Der hat sich die Saison auf jeden Fall in viele Laptops geschossen, glaube ich. Also der ist einer der besseren Sechser in der Bundesliga. Mann. Also das wäre in der Tat... Mit 3 bekommst du halt doch überhaupt keinen Ersatz. Das ja, ist eben. Natürlich, ja. Wenn sowas ist... Ja, für 3 kriegst du einen Kohn. Ja, der läuft bei auf dem Transfermarkt, bei transfermarkt.de läuft er so für 1 Million. Mann. Ja, vielleicht 1,5, aber... Ach, das ist also 3 Millionen wären echt... Ja, nichts. Also vor allen Dingen, weil man sich ja heute niemanden mehr davon, also gar niemanden mehr kaufen kann, außer irgendwelchen Graupen. Ja. Ambitionierten Jugendspieler. Ja, wahrscheinlich hat der Wolf so viel gekostet oder so. Ja, genau. Also es 4 Millionen sind es hier. Laut Transfermarkt, ja, das ist der Marktwert. Die Frage ist halt eben auch, was dann wirklich in dem Vertrag dann da drin steht. Das ist wahrscheinlich ja dann auch wieder irgendwie abhängig von Spielzeiten und Toren und so weiter. Das ich habe es hier von der AS, glaube ich, die sagt, 4 Millionen können sie den ersten 2 Jahren zurückholen. Ja, aber auch für 4 Millionen wäre halt auch, also ist fast auch so nicht für. Schlecht wie der Deal mit Huschti. Ja. Das ist aber das, was wir am Anfang der Saison, was wir jetzt so in dieser guten Phase ein bisschen ignoriert haben, dass du an vielen Stellen halt Werte schaffst, die dir leider nicht gehören. Das ist halt so. Wir haben Vallejo ist hier, hat mit Sicherheit hier einen Sprung gemacht, kein Partizipieren wie überhaupt nicht. Das war ja das, wo wir am Anfang ein bisschen Angst hatten, als die ganzen Laien kamen. Bei Tarasay und ist es vielleicht ganz gut, dass wir nur geliehen ist, an anderer Stelle ist halt nicht. Und dann, du stehst im Sommer da und ja, da musst du mal schauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was dann passiert. Aber mit den Mascarell-Millionen könntest du dann Rebic kaufen wenigstens. Ja gut, also wenn die Eintracht, das habe ich auch gelesen, die Eintracht hat eine Option wegen 3,5 Millionen Euro, gell? Ja. Also sorry, wenn die Eintracht das nicht zieht, weil ich heute schon wieder gelesen habe, dann verstehst du nicht. Ich verstehe es auch nicht. Nein, aber dann soll die Eintracht zumachen, dann soll die Eintracht sagen, gut, dann steigen wir lieber ab, da können wir uns das alles leisten. Wenn du einen Rebic für 3,5 Millionen heutzutage nicht holst, weil dir es zu viel ist, also bei aller Liebe, dann bist du auch selber schuld. Weil, ja, vor allem, weil du die Chance hast, dass du der Erste, also du bist ja sozusagen, hast ja Vorkaufsrecht. Ja, eben. Also, du musst dich nicht mal mit jemandem betteln und musst das Gehalt hochknallen deswegen, sondern ja, also weiß ich auch nicht. Naja, also Rebic nicht zu verpflichten wäre in der Tat eine grobe Dummheit. Du hast einen Tarasay, der wieder geht, du hast einen Seferovic, der auch geht. Meier ist jetzt ja auch schon 34, da weißt du auch nicht, wie lange der noch irgendwie spielt, du kennst einen Rebic, der passt zum Trainer, also die Kohle da nicht zu investieren, das wäre halt wirklich einfach saublöd. Ich hoffe echt, dass Rebic und Gacinovic auf Jahre unsere Flügelzange sind und du, wenn vorne brauchst du dann vielleicht irgendwann einen neuen und dann hast du noch Fabian und Mascarell ist jetzt schwieriger geworden, ich habe eigentlich gedacht, es wären mehr, aber du hast dann wenigstens mal so Spieler, wo du denkst, okay, die gehören uns und wenn es schlimm läuft, dann verkaufen wir die halt. Ich will endlich mal wieder einen Spieler haben, wo du denkst, oh schade, dass er geht, aber cool, dass wir 16 Millionen Euro für den gekriegt haben. Aber das siehst du bei so vielen anderen Vereinen bei uns gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Letzte war Trapke. Ja, aber selbst den haben wir unter Wert abgegeben. Gab's wenigstens mal ein bisschen da Kohle. Da sind wir nach Paris geflogen, um den für 9 Millionen Euro abzugeben, für denselben Preis, wie die Ausstiegsklausel ein Jahr später gewesen wäre. Wo du dich auch fragst, ja Leute, aber guckt euch das Gegurke mit Seferovic an. Im Endeffekt das erst, gibt für ordentlich den hätten wir Kohle. Auch schon mal 12 gekriegt. 12 genau, Millionen Euro am genau. Sunderland und Gladbach. Zu den Geboten. Richtig, Mann. Richtig. Und dann vergurkst du es so, dass du jetzt dass gar nichts mehr kriegst. Du kriegst null, du kriegst gar nichts. Die Rode da hättest du ihn ja auch in der Halbzeit. Ja. In der Winterpause. Winterpause, genau. Winterpause, genau. Hättest du ihn verkaufen können, dann hättest du 2 bekommen, immerhin noch was. Ja. Verkaufen müssen, so kriegst du nichts und das Einzige, was er dir gebracht hat, sind rote Karten. Unruhe und verlorene jetzt. Spiele in Hertha, ja. In Berlin. Verlorene Spiele, rote Karten, Unruhe in der Mannschaft, Fans, die sich über ihn aufregen, würde Banner, die von den Ultras aufgehängt werden.
Ich war mal großer Seferovic-Fan, aber er hat mich zutiefst enttäuscht. Ich glaube, das waren wir alle mal irgendwann eine Zeit lang, ja. Sehr haben wir dann am Anfang gelobt, wo wir gesagt haben, endlich mal einer mit dem nötigen Charakter in der Mannschaft, der auch mal irgendwie drauf geht und dann bringt er nichts. Ja. Und dann wirst du auch nicht los und dann geht er noch, ohne dass du auch nur ein bisschen hast. Und wahrscheinlich geht er nach Lissabon und schießt ein paar Tore. Ach, da wird man sich wieder ärgern. So mit Cheick Tosun. Wie macht Castaños sich eigentlich? Hat das einer von euch verfolgt? Nee. In der Tat nicht. Gar nichts gehört. Nun ja. Aber ansonsten, was ich komisch finde, du hörst für Sommer, hört man bei der Eintracht echt wenig, gell? Weil eigentlich war es immer so die Zeit, wo die Eintracht angefangen hat, so die ersten Spieler zu verpflichten, weil die früh dran sein wollten. Momentan hörst du gar nichts, finde ich. Außer ich finde es aber gut, dass keine wirklichen Gerüchte ständig gemacht werden, sondern ich hoffe, dass sie wirklich mit Verträgen dann schon kommen. Das heißt, das wird dann wieder die Professionalität endlich zeigen. Nicht dieses, hier sind jetzt wieder 10 Spieler, ich lese jeden Tag neu, guck mal ein bisschen Bildzeitung und ach ja, wen hole mal wieder alles? Aha. Und so war es ja eigentlich immer die Jahre gewesen. Wir haben uns immer beschwert und haben gedacht, wie unprofessionell betreiben die eigentlich ihr Geschäft. Und deshalb bin ich bis jetzt noch recht ruhig und hoffe, dass im Hintergrund gut gearbeitet wird. Ich hoffe natürlich, dass gearbeitet wird, sonst werden wir natürlich auch, wird man natürlich wahnsinnig. Aber prinzipiell zeigt es eigentlich nur eine Professionalität, dass da nicht zu viel nach außen bisher getragen wurde. Ja, und ich finde auch, wenn wir jetzt sagen, wie sieht der Kader für die nächste Saison aus? Ich finde, dass wir angefangen haben, in dieser Saison mal Spieler auszuleihen, finde ich einen großen Fortschritt, auch wenn es natürlich bedeutet, dass man danach umplanen muss. Aber wenn man sowas wie mit Rebic macht, dass man den ausleiht und sich eine Kaufoption holt, dann finde ich, das ist das eigentlich super. Ein gutes Konzept, was wir in den letzten Jahren nie gemacht haben, wo ich mich immer geärgert habe, dass die anderen Vereine so gute Spieler ausgeliehen haben und wir haben dann zugeguckt und haben dann unnötiges Geld ausgegeben für Spieler, die nichts gebracht haben. Guter Punkt, ja. Es ist ja auch so, du musst natürlich jetzt ein bisschen was daraus ziehen, dass du im Endeffekt eine überproportional gute Saison bis jetzt zumindest gespielt hast. Ich habe bisher auch noch gar nichts gehört. Was ist denn eigentlich mit einem Hauptsponsor? Was ist da jetzt los? Wie sind da die Entwicklungen? Kannst du ja auch im Endeffekt, hast eine viel bessere Verhandlungsposition, wenn du so eine Tabellenposition jetzt auch zur Winterpause hattest. Sehr, sehr gut gewirtschaftet. Es sah wirklich ja lange Zeit jetzt auch dann so aus, die können sich weit oben halten. Hoffen wir mal, dass auch jetzt wieder kommt. Jetzt hat man mal ein kleines Tief, hoffen wir, dass es wieder hochgeht. Aber es sind so Sachen, ich hoffe, dass da auch viel gearbeitet wird im kaufmännischen Sinne, also wirklich geschaut wird, Leute, wir sind ein professioneller Verein, wir haben hier mal alle Teppiche hochgehoben, haben mal drunter gewischt. Ihr seht, hier ist kein Schimmel unter den Tapeten, um mal Vergleiche von früher zu benutzen. es ist wirklich sowas, ich hoffe wirklich, dass wir da ordentlich am Arbeiten sind und dann aus dieser Saison auch viel ziehen können, selbst wenn wir am Ende das Ziel, was wir alle haben, Europa League zu spielen im nächsten Jahr, vielleicht knapp verfehlen sollten, dass wir zumindest ein bisschen mehr Geld darüber generieren konnten, einfach, dass wir eine sehr professionelle, gute Saison gespielt haben und auch über unsere Leistungsgrenze waren. Denn es ist immer attraktiver für einen Investor zu sagen, Mensch, da spielt eine Mannschaft oben mit um Platz 6, 7, was weiß ich, als dass eine Mittelfeld- oder Abstiegsmaus da rumhüpft. Es bringt ja keinem was. Also ich hoffe, dass da auch gut gearbeitet wird. Habe ich bisher aber auch noch gar nichts gehört, denn Hauptsponsor steigt doch nächstes Jahr schon wieder aus, oder? Das war nur ein Jahreslos. Stimmt. Ja, das ist Aktion Sorgenkind. Aber ich glaube, da macht die Eintracht schon, wie du sagst, viel Eigenwerbung im Moment, wie sie spielt und wie sie auftritt und wie professionell der Verein auch einfach geworden ist. Und auch die Fans sind momentan ja relativ ruhig, was sonstige Aktionen angeht. Die Platzierung in der Liga, also Platz 6 ist halt auch immer noch ein Aushängeschild, auch wenn du überlegst, wo wir herkommen, was wir im letzten Jahr erreicht haben, ist das halt auch nochmal ein Aushängeschild, wenn du siehst, wie sich die Spieler entwickelt haben, dass du den Kredit, den du bekommen hast, einen Spieler von Madrid auszuleihen, dass du das halt auch einfach ins Positive weiterführen konntest, wie sich denn die Spieler entwickelt haben, dass du Jugendspieler hast, die sich entwickelt haben. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen Aushängeschild geworden ist. Und Kovac tritt ganz anders nach außen auf und Bobic verkauft es dann da auch irgendwie ganz anders. Also Werbung machen wir da mehr als genug. Die Frage ist halt, findet es halt auch Anklang. Ja, müssen wir sehen, aber der Dennis hat es ja schon gesagt, weil das mit den Sponsoren scheint ja dann auch
hinter den Kulissen eher stattzufinden. Das finde ich auch ganz gut. Anstatt, was aber gut ist, also du musst nicht immer alles werfen. Ja, sag ich mal, Turkish und dann hörst du wieder das und dann hörst du wieder das und die Eintracht steht dann als Trottel da, weil Krombacher irgendwie wieder einspringt, weil sie es nicht hingekriegt haben. Ja, vor allen Dingen, dass dann wieder Dinge irgendwie rauskommen und dadurch halt auch so ein Ding halt einfach wieder kaputt machst, weil halt wieder irgendeiner abends beim 43. Rotwein die Klappe nicht wieder halten kann. Ja. Ich habe übrigens gerade eben nochmal nachgeguckt, Castaños hat es doch jetzt in der Saison, also in der Liga und im Pokal schon auf ganze 330 Minuten Spielzeit gebracht. Wie viel Tor? Und kein Tor. Nee. Kein Tor. Keins. Na dann. Ja. Nun ja. Ein großer Erfolg, die Geschichte. Nicht so prickelnd. Naja. Ich würde gerne, wenn wir jetzt HSV-Spiel jetzt abschließen. Da sind wir schon lange weg. Vielleicht können wir uns ja wieder alle mal treffen in der Halbzeit am Block 36. Ich weiß nicht, wer ist von euch allen im Stadion? Oh ich, ja. Ich schaff's leider nicht, aber. Auch da. Ja, dann treffen wir. Ich rufe jetzt hier alle Hörer auf. Halbzeit vor Block 36, dem Dennis zum Geburtstag zu gratulieren. Genau, ich habe gehört, er gibt einen aus. Kleine Facebook-Party. Ja. Ach, du Schande. Vor Block 36. Umso mehr kommen, umso. Dennis zahlt. Na gut. Yeah. Gucken wir mal, ja. Geil. So, Dennis ist der mit dem großen Geburtstagshut, den ich ihm mitbringen werde. Ja, genau. Das ist der, der einen Vierwagen hinter sich her schiebt, weil so viele von euch kommen und er Getränke ausgeben muss. Der Dennis kriegt so eine grüne Pay-Clever-Jacke für das Halt und die Karte. Voll Ideen hier, muss ich sagen. Gut, genau. Dennis, das ist mein Geburtstagsgeschenk für dich, so eine schöne Jacke. Oh, das ist schön. Ich erwarte ein Foto, das hängen wir dann nächste Woche in die Sendung rein. Gut, kommen wir von den Dummschwätzern hier in dieser Runde zu den Dummschwätzern, die wir euch zur Wahl stellen wollen. Ihr hattet letzte Woche ja die wunderbare Auswahl und durftet wählen zwischen Marc Stendera und seiner Meinung zum Frauenfußball, dem Social Media Team von Sport 1 und einem gewissen Herrn Rainer Wendt. Was glaubt ihr, wer hat die meisten Stimmen bekommen? Rainer Wendt. Es war tatsächlich das Social Media Team von Sport 1. Nein, doch, nicht. 48,8%. Rainer Wendt kommt nur auf 39%. Aber das war ein ganz knappes Ding. Genau, ich habe einen Dummschwätzer, der uns auf Twitter zugespielt worden ist, und zwar von dem @chaosontv. Weil Uli Hoeneß oder was? Genau, Uli Hoeneß und seine Meinung zum Frauenbild, der in einem Interview geschrieben hat, er hätte heute kein Problem mehr, wenn sich Damen der Frauenfußballmannschaft auch mal gerne für den Playboy ausziehen wollen. Vor 10 Jahren hätte er das noch kategorisch abgelehnt. Der Uli Hoeneß ist ein fortschrittlicher Typ hier. Mann, schon ein super Typ, ja. Das ist ein ganz spannender Typ, der Uli. Hm. Habt ihr das gesehen, wie Christian Ortleb den interviewt hat und dem fast ein Audienz beim Papst. Genau, das hatte viel Audienz davon, beim Papst, und es hatte viel davon, als wenn Uli Hoeneß gleich seine Hose öffnen würde. Das sah schon sehr skurril aus. Raus mit den Bildern aus meinem Kopf. Christian Ortleb. Christian Ortleb ist auch ein ganz toller Typ. Der taucht hier viel zu selten auf, weil ich leider nicht mehr alles schauen kann, was er so fabriziert. Aber der würde wahrscheinlich auch oft hier in unserer Kategorie genannt werden. Hättet ihr denn noch einen Nominierten für unseren Dummschwätzer, oder kriegt Uli eine zweite Chance und fährt das Ding quasi im Alleingang nach Hause? Um dem Uli Hoeneß Gerechtigkeit gewähren zu lassen, nominiere ich noch eine zweite Person. Ich nominiere Frank Buschmann. Frank Buschmann hat ein riesen Statement abgegeben, dass er sich jetzt erstmal aus den sozialen Medien zurückziehen wird, weil er, wie gesagt, er ist ja eine sehr streitbare Persönlichkeit, die sehr polarisiert und dadurch auch viele Gegenreaktionen erzeugt und damit auch nicht immer so gelassen umgehen kann. Deswegen hat er gesagt, er muss den Kopf freikriegen. Er will Ende April mal wieder einsteigen. Und hat er vor vier Tagen gemacht und vor zwei Stunden hat er wieder zu seiner neuen Supershow da, wie heißt die Sechserkette, hat er schon wieder getwittert. Eine Liga für sich, oder? Eine Liga für sich, Buschi Sechserkette. Super Sendung mit hier illustrierten Gästen wie Matze Knob, Jessica Kastrop, hier irgendwie diese Griechin da von Vox, Stefan Effenberg und Peter Neururer. Das habe ich noch nicht gesehen. Wo kommt das denn? Auf Sky oder was? Sky aber One. Montag. Sky Aha. One. Na gut. Sky One New Entertainment Family Home System Entertainment Channel TV. Also wenn man mit Mats Knob und Frank Buschmann keine Abos verkauft, dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Na gut. Fehlt noch Mario Basler. Und Mario Barth. Stimmt. Fehlt auch noch. Ja, Mario Barth würde wenigstens im Vergleich zu manchem Fußballverein so ein Stadion füllen. Was traurig genug ist. Das habe ich auch nicht in Abrede gestellt. Aber bei Red Bull Leipzig kommen auch viele Zuschauer, das heißt ja nichts, gell? Gut. Ach du Schande.
Ich weiß schon, warum ich den ganzen Kram bislang ignoriert habe. Also mir geht da so ein bisschen, wie ihr das auch schon bei 93 diskutiert habt, ich zahle einen Haufen Geld für dieses Sky 90, für dieses Sky-Abo. Und das Einzige, was ich da eigentlich gucke, ist Bundesliga. Und wenn ich mal irgendwie schaffe, zwei Spiele an so einem Spieltag zu gucken, dann ist es halt auch irgendwie viel. Und dafür einfach diese Kohle zu bezahlen, ist einfach auch schon absurd. Erst recht, wenn du siehst, was mit dieser Kohle dann da gemacht wird. Also ich will gar nicht wissen, was Matze Knob da auch für eine Gage bekommt für den Triss, den der da abliefert. Das ist unglaublich, aber ich habe es ja schon bei 93 auch gesagt, aber wer setzt sich denn hin und sagt, hier Leute, wir brauchen Abonnenten, wir müssen mal eine Programmoffensive starten. Ich habe da schon mal eine Idee, wir verpflichten den Matze Knob. Da denke also, ich mir. Also ganz ehrlich, wenn wir von 93 und vielleicht noch hier der Max vom Rasenfunk mal so einen Fernsehsender zusammen machen würden, da würde mit weniger Geld mehr qualitatives Programm bei rumkommen als... Wahrscheinlich wird es aber keiner schauen. Das ist ja diesen Scheiß. Ja, genau. Ja. Hm. Gut. Ich finde es sehr faszinierend, aber das ist ja eine Diskussion, die an ganz vielen Stellen gerade führen kannst, was Qualität im Fernsehen betrifft. Und die einen sagen, die Leute wollen das sehen. Die anderen sagen, ja, man könnte den Leuten noch bessere Sachen zeigen. Es ist eine ganz schwierige Debatte, die viele Graustufen hat. Ja, ich bin trotzdem sehr, sehr überrascht. Weil Sky eigentlich sich immer so hingestellt hat, okay, wir machen Premium-TV, wir kaufen neue HBO-Serien, wir kaufen Filme und bewerben das. Und jetzt fängt Sky an zu denken, ach, guck mal hier, das mit Xavier Naidoo, das ist ganz gut gelaufen, im Vox, das machen wir auch. Ich mir denke, aber wer zahlt denn 16 Euro im Monat für dieses Basispaket schon mal erstmal, um Buschmann und Xavier Naidoo zu sehen? Das muss doch... Irgendjemand, ich glaube, da gibt es viele. Tatsächlich. Das ist ja das, das ist ja genau das, was ich meinte. Es scheint ja dann vielleicht welche zu geben, weil die werden ja schon Marktforschung gemacht haben. Sky ist ja auch hochprofessionell. Ich bin sehr überrascht, dass das so stattfindet, aber meine Güte, ich schaue es halt nicht. Das ist ja nicht schlimm, wenn andere das gerne mögen, dann ist es okay. Hast du diesen Basisschrott, da bin ich immer dabei, wenn du Bundesliga und sowas gebucht hast? Ja, ja, klar. Musst ja, du das nicht, also... Natürlich. Ich meine jetzt gesondert, wenn du jetzt Matze Knob und Frank Buschmann als Draw sehen willst, zu sagen, okay, ich abonniere das, weil ich das sehen will, dann müsstest du ja nur 16 Euro zahlen. Aber du musst ja du musst ja auch den Punkt sehen, dass du es ja nicht als ein einiges Ding sehen kannst. Vor Jahren war es so, dass Bundesliga Aushängeschild genug war, um solche Abos zu verkaufen. So, jetzt kommen halt irgendwie, du hattest ja auch nichts anderes. Jetzt kommen andere Player auf den Markt und du musst es ja auch, und jetzt bediene ich halt leider an der Stelle wieder ein Klischee, wenn der Mann ein Fußball-Abo haben will und Fußball gucken will, um dafür 60 Euro im Monat zu latzen, dann braucht er halt auch irgendwas, was er dann der Holden zu Hause verkaufen kann, warum er diese 60 Euro im Monat latzt. Ja. Ja, aber dann sagt die Holde hoffentlich oder der Holde, je nachdem, hier, ich habe Netflix, das brauchst du mir nicht abonnieren. Ja, aber genau, das und wer beschwert sich hier, wenn Uli Hoeneß sein Frauenbild? Wollte ich gerade sagen, wenn die Nominierung für nächste Woche haben wir schon. Nein, du brauchst einfach. Ich nominiere. Ja, du brauchst einfach ein Programm, was ein relativ breites Spektrum abdeckt und wo du halt eben auch solche Dinge irgendwie bedienen kannst. Und dann ist, glaube ich, sowas wie Xavier Naidoo schon etwas, was durchaus anschlussfähig ist bei einer großen Mehrheit. Glaube ich aber nicht. Was man jetzt aber auch nicht vergessen darf, ist ja dadurch, dass Sky ja auch nicht mehr alle Bundesliga-Rechte hat ab der nächsten Saison, die sich ja auch sozusagen da auch, glaube ich, einiges verloren geht an Kunden noch. Und du dich dann auch fragen musst, wie kannst du sozusagen auffüllen und wie kannst du trotzdem viele Leute erreichen und noch wieder reinholen. Ja, du hast ja auch dieses. Mir kurz, wie kann ich denn nächstes Jahr dann, was muss ich da noch buchen? Eurosport oder was den ist das dann noch? Eurosport-Player wahrscheinlich. Ja. Okay. Was zeigen die das Freitagsspiel oder was? Freitag und acht Montagsspiele oder sowas? Ja, sieben oder acht waren es. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube, acht Montagsspiele und die Freitagsspiele. Ich hoffe, dass die Bundesliga irgendwann da abwandert, irgendwie. Dass Bundesliga auch irgendwie. Montagsspiele. Ja, stimmt, das haben wir auch voll ignoriert. Ja, das fängt jetzt auch an. So, man muss den auch lassen, das ist so wie der RMV, die machen die Preise, gehen wir ganz langsam nach oben. Die machen das nach und nach und am Ende haben wir hier echt so eine verwürstelte Liga, wo montags Ingolstadt gegen Hoffenheim spielt. Guten Tag, da kaufe ich mir gerne den Eurosport-Player. Ja gut, ich meine, du hast ja dieses Jahr schon so ein bisschen den Verlust, den sie haben, die Zusammenfassung von der Bundesliga, die ja auch dann hier auf Datsen gezeigt werden, die sich an Teilrechte gesichert haben, die ja auch die Premier League-Rechte haben, die wahrscheinlich auch für Sky auch nochmal so ein Zugpferd waren für das den einen oder anderen. Das ist ja zum Beispiel was mich als Sky ja sehr schade. Ärgert. Was mich sehr ärgert, ich zahle denselben Preis und die tauschen die Premier League gegen Bushis Sechserkette. Da sitze ich auch da und denke, also ist doch, vielen Dank. Ja. Ist doch qualitativ gut. Ja. Eieiei.
schon. Haben wir noch einen weiteren? Matze Knob statt Man United. Das ist ein Motto von. Das klingt doch ähnlich. Haben wir noch einen weiteren Nominierten für den Dummschwätzer Award? Ich könnte mich jetzt da reinschreiben, weil ich glaube, ich gerade eben selbst irgendwie nominiert. Du bist nächste Woche erst da. Nee, ich muss jetzt. Ich schreibe mich da jetzt mal rein, um meinem Frauenbild da gerecht zu werden. Das ist schön. Ich nominiere Ralf Rangnick noch für seine Aussage im Doppelpass, dass bei Timo Werner wäre viel mehr Aufsehens gemacht worden, wie bei Mitchell Weiser jetzt. Und dann haben die gefragt, ja, aber es wurde doch viel Aufsehen gemacht. Also der ist ja auch durch ein Stahlbad gegangen, er wurde viel kritisiert und es wurde sich oft über ihn lustig gemacht. Und da hat Ralf Rangnick ergänzend gesagt, ja, das stimmt. Allerdings wird es in Zukunft keine Schmähgesänge gegen Mitchell Weiser geben. Okay. Er hat gut. Ernsthaft Schmähgesänge gesagt? Er hat Schmähgesänge gesagt, ja. Und hat er nur für dich gemacht, Basti. Ja, ich weiß. Deswegen nominiere ich ihn jetzt auch. Er wollte es ja scheinbar. Auf jeden Fall ist Ralf Rangnick echt nicht mehr zu retten. Irgendwie. Also, weil das Thema Leipzig war eigentlich abgeschlossen und die haben dann über ganz andere Sachen diskutiert. Eigentlich hätte er dann still sein können. Aber dass er sich in die Debatte nochmal einschaltet, ungefragt auch. Also, die haben ihn nicht gefragt, sondern ungefragt gesagt, hier, ich möchte mal was sagen, gell. Bei der Szene mit dem Timo Werner, das wäre viel schlimmer dann gewesen. Wo ich mir denke, Digga, sei doch still, erzähl uns doch nochmal von den KSC-Hooligans, die dann ins Hotel gestimmt sind, wo es rausgestellt hat, das waren zwei Rentner. Also, der Typ, der soll mir echt nicht begegnen irgendwo. Sonst gibt es mehr als Schmähgesänge, Ralf R. So, jetzt haben wir 4. Ich glaube, das reicht dann auch für die. Haben wir 4? Für die Woche. Der René hat sich selbst. Ich habe mich. Du bist doch schon dabei. Ich habe mich da selbst auch schon eingetragen. Das passt jetzt dann doch ganz gut. Mitchell Weiser ist eine wunderbare Überleitung zu unseren Empfehlungen, weil das erste, was ich da aufgeschrieben habe, ist die aktuelle Ausgabe von "Gib mich die Kirche" von Kirche. Von unserem Freund Klaas Rehse bei 11 Freunde, der auch wunderbare GIFs, ein wunderbares GIF zu der Aktion von Dembele und Mitchell Weiser da drin hat. Also wer das noch nicht gesehen hat, dem rate ich auf jeden Fall, sich das anzugucken. Und wer da so ein bisschen mit dem Wrestling noch was zu tun hat oder Erinnerungen hat, der wird sich köstlich über dieses Ding amüsieren. Wie habt ihr denn die Szene zwischen Dembele und Weiser da wahrgenommen? Also in den ersten Bildern, die da kursiert sind, war es ja schon so, dass es einfach sehr kurios aussah und mehr von Slapstick hatte als von einem Fußballspiel. Wenn man sich das Ding dann in einer anderen Kameraeinstellung danach nochmal angeguckt hat, sieht man ja schon, dass da eine ordentliche Berührung da ist. Über den 8-Meter-Sprung mit dreifacher Schraube und dem 5-Minuten-Wälzen auf dem Boden kann man dann natürlich diskutieren, aber wie habt ihr die Szene so wahrgenommen? Die Dame? Ja, ich finde, er übertreibt es halt maßlos. Es ist so hart lächerlich und da muss er sich auch danach nicht wundern, wenn er sozusagen dafür auch fertig gemacht wird. Also, Schmähgesänge bekommt, genau. Weil es ist, also klar, es ist ein Foul, aber ich meine, der Schiedsrichter steht halt auch 1 Meter vor ihm. Also wie doof muss man eigentlich sein, dass man sich dann da zu sowas hinreißen lässt. Und ich meine, der springt ja noch gefühlt noch ab und springt noch in die Luft, um sich dann fallen zu lassen. Also ist ein Foul von Dembélé, aber was Weiser daraus macht, Alter. Heieiei. Ich hätte auch eher gedacht, weil im Endeffekt ist er selber schuld, dass wir alle nicht gesehen haben, dass er unten getroffen wurde. Weil er selber die ganze Aufmerksamkeit. Er hat das selber so ist es, ja. Anders. Du hast gedacht, der wurde irgendwie der wurde am Kopf getroffen. Wo du dann denkst, was macht er denn? Also, wenn er angemessen gefallen wäre, dann hätte man es vielleicht auch wahrgenommen. Aber er lenkt ja selber von der eigentlichen Tat ab. Also, eigentlich ist er nicht so schlau. Und was er danach sagt, fand ich auch viel schlimmer. Wo er gesagt hat, hey, ich habe nur das gemacht, was der Dembele auch die ganze Zeit macht. Und du denkst, was ist das denn? Hat er keinen Berater? Also, da hätte er ja, besser gut, das weiß er nicht, die hellste Kerze im Leuchter ist ja auch nichts Neues, oder? Ja, das ist ja, aber das sollten ja seine Berater erst recht wissen und sagen, hier Mitchell, du sagst nach den Spielen nichts mehr. So, ich muss da immer an dieses Bild, dieses getwitterte Bild von ihm und wer war es, Alaba im Tanga denken. Ja. Das ist mir immer noch Da hätte ja mal die Berateragentur muss doch da angreifen und sagen, okay, du bist vielleicht ein guter Spieler. Vielleicht sagt er auch Osmarsch selber, ich bin doch gut da drin, twittern kann ich. Let's go. Boah. Naja gut, dass so Menschen auch durchaus an einem gewissen Grad an Selbstüberschätzung leiden, das ist jetzt glaube ich auch nicht so neu. Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen relativ, ne? Hm.
Genau, was uns auch zu der zweiten Empfehlung, die ich da drin habe, auch führt, weil die hat auch ganz viel von unterschiedlicher Wahrnehmung und hat auch ganz viel von einem Kuriositätenkabinett, das hat Basti vorhin über Twitter gejagt. Habt ihr dieses Video gesehen, was Thomas Berthold für DW Sports zu Mario Gomez gemacht hat? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es mir stumm angeguckt und musste nach 2 Sekunden leider wegschalten, weil es auch ohne Ton an für mich Fremdschämen-Modus zu groß war. Du musst diesen Ton anmachen, spätestens dann, wenn er den Button drückt und dieses Mario Gomez-Lied läuft und er versucht dazu zu singen. Das ist sowas von grandios. Also ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine Idee? Für was hat er das gemacht? Für das Deutsche Wellesport irgendwas, oder? Genau. Das ist quasi wie so ein Facebook-Ding, wo er dann quasi Kommentare haben will von den Leuten. So genau, also am Ende sagt er ja, drop me a line. Ganz großes Kino. Das Ding ist, ich glaube, gelesen und gehört zu haben, dass es so ein bisschen angelehnt sein soll an was Ähnliches, was Eric Cantona macht. Das ist halt die Frage, wer sich das ausgedacht hat. Die Typen Berthold und Cantona unterscheiden sich natürlich auch sehr. Also da müsstest du vielleicht jemanden anders finden. Der und es ist ja auch von der Aufmache her vielleicht ein bisschen anders, gell? Also da diesen Button zu drücken und so ein bisschen eher so Ballermann-mäßig, keine Ahnung, sah es jetzt ohne Ton aus. Und Eric Cantona sitzt ja meistens gefühlt in Unterhose auf einem Löwenfell oder sowas, oder? Genau, und das ist ja das, was ich meine. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass man in Deutschland hat man so Spieler auch gar nicht. Ich wüsste, weil ich habe nämlich dann überlegt, wen will ich nehmen? Da ist mir keiner eingefallen. Oliver Kahn. Weil, ja, beantwortet die Frage von selber. Und wenn wir darüber reden, Mehmet Scholl hat ja immer so einen Ruf als so ein freigeistiger alternativer Spieler. Wenn ich den aber sehe, dann, da ist auch nicht weit. Also ich würde wir haben einfach so diesen Typ Pirlo-Cantona haben wir gar nicht irgendwie. Nee, haben wir nicht. Also überhaupt nicht. Also, und erst recht nicht, also wenn du sowas machst und dich von sowas inspirieren lässt und übrigens von wegen irgendwie sowas in der Richtung auch, brauchen wir auch. Wie kommst du da auf Thomas Berthold? Also in keiner meiner Denkweise und in keiner Welt, die ich mir vorstellen kann, kommst du da auf Thomas Berthold? Keine Ahnung. Vielleicht, weil kein anderer mehr frei war, weil jeder irgendwo als Dings ist, aber es ist irgendwie, wenn du denken würdest, welchen deutschen Spieler wählen wir irgendwann aus und wer ist der coolste deutsche Spieler, habe ich jetzt auch in Umfragen gelesen, mit wem irgendwelche Leute am liebsten Zimmer teilen würden, dann nennen die Thomas Müller. Dann habe ich mir auch, oh Gott, das ist unser. Das, wenn das der coolste deutsche Spieler ist, dann haben wir echt ein Problem. Weil, gut. Ich habe heute schon viel gemeckert, ich höre jetzt auf. Wir wollen ja positiv bleiben. Eintracht, kommt in den Europapokal. Also, ich rate es trotzdem jedem, sich dieses Ding mal anzugucken. Das hat so viel Absurdität. Aber ihr solltet irgendwie gucken, dass ihr im Zweifelsfall irgendwie einen Eimer in der Nähe habt. Es könnte sein, dass ihr den vielleicht braucht. Das ist zwar nur eine Minute, aber also ich würde es jetzt nicht direkt nach dem Essen gucken. Hättet ihr noch etwas, was ihr gerne unseren Hörern und Hörerinnen vor allen Dingen natürlich empfehlen wollen würdet? Nein, da habe ich nichts. Bin auch raus, leider, ja. Ich auch. Och, genau. Das geht doch nicht. Na gut, dann guckt euch GIFs an und guckt euch erst Thomas Berthold an, ja, trinkt danach irgendwie einen Schnaps und geht mal raus an die Luft und dann guckt euch die GIFs an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Reihenfolge. Dann biegen wir ein auf die Zielgeraden. Wie immer noch an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr das, was wir hier tun, gut findet und unterstützenswert findet, ich sollte langsamer reden, dann könnt ihr alles Mögliche tun. Ihr findet das auf eintracht-podcast.de/unterstützen. Wie vorhin schon angesprochen, Feedback ist sehr hilfreich, Weiterempfehlungen sind sehr hilfreich und wenn ihr laut genug über Twitter schreit, dann werdet ihr auch mal in die Sendung eingeladen. Hust, hust. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Alice, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ausgiebig über das Thema Chrigota gesprochen hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sollte er wieder erwarten, gegen den HSV tatsächlich doch diese 5 Tore machen, dann laden wir dich zur nächsten Sendung wieder ein und dann hören wir eine Gegendarstellung von dir. Komm ich reumütig wieder angekrochen. Ja, das fänden wir zwar sehr schön, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber warten wir es mal ab.
Ansonsten danke ich allen, die jetzt hier live zugehört haben, die im Chat mitgemacht haben. Wenn auch ihr da draußen mal live zuhören wollt, ihr findet sowohl Sendetermine als auch den Link zum Chat und zum Livestream unter eintracht-podcast.de/live. Und in den Links zur Sendung findet ihr alles, was wir hier diskutiert haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, uns weiterempfehlt etc. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Denkt dran, Halbzeit Block 36. Genau. Halbzeit Block 36. Denn es gibt einen aus. Ja? Um das hier nochmal zu erwähnen an dieser Stelle. Oh mein Gott, ja. Ja, achtet auf einen Mann umringt von einer Traube von Menschen, der so eine grüne Jacke anhat. Das ist dann Dennis. Genau, das bin ich, ja. Genau. Und ich fordere alle auf, die ins Stadion gehen, sich auch ein bisschen in Euphorie zu reden. Da hinzugehen und nicht zu denken, ah, oh, scheiße, die andere hat viel verloren, hoffentlich klappt es, und schon bei den ersten paar Fehlpässen zu pfeifen oder irgendwas. Sondern ich hoffe, das Stadion brennt am Samstag, egal wie es ausgeht. Genau, weil keine Schneegesänge. Die Chance, die wir jetzt haben, die wissen wir nicht, wann das nochmal wiederkommt. Und ich hoffe, dass wenigstens die Fans sich am Ende nicht vorwerfen können, nicht alles getan zu haben. Weil da hast du gegen Freiburg und Ingolstadt schon ein bisschen auch gesehen, dass so ein bisschen Frustration auch dabei war. Ich will einfach, dass das Stadion brennt und dass wir als Fans uns keinen Vorwurf machen können. Und wenn ich nur dadurch nur 2-3 dazu gebracht habe, dass sie lauter schreien, dann hat sich das hier schon gelohnt. Vielen Dank. Und der Schrei. Und schönen Abend. Sehr gut, ja. Genau. Und immer dran denken, keine Schmähgesänge. Doch, Schmähgesänge sind gut. Ihr dürft ruhig Schmähgesänge singen. Lasst euch die Schmähgesänge nicht verbieten. Jetzt erst recht. Scheiß HSV. So. Ach, da war die Abmoderation dahin. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.